nigga MCs, please think twice. Aus Hamburg und aus dem schönen Leipzig zu mir gekommen, Ali Wales, Smog, schön, dass ihr da seid. Moin, hi. Ich hoffe, die Anreise war gut, aus dem Norden ja ein bisschen weiter als aus Leipzig. Beef ICE geknallt. Und mal pünktlich, hoffe ich. Ja, tatsächlich, eigentlich fahre ich immer über Hannover und habe immer Angst, weil Hannover ist die Mitte. Ja. Da muss man immer warten eine Stunde, aber ich konnte easy durch. Das ist echt selten. Also Hannover hasse ich auch. Wenn ich irgendwo, ich probiere dann immer an Hannover vorbeizufahren. War das jetzt gerade gemein, ich hasse Hannover? Nein, Shoutouts Hannover. Ja, Shoutouts. Vor allem, ich kann es wieder gut machen. Meine Mutter ist in Hannover geboren, ich habe da Familie. Hannover, ich liebe euch. AWN, euer neues Album, ist raus digital und Vinyl ist in der Mache. Richtig. Genau, ja. Kommt wann, wie, wo kriegt man sie? Lass uns das gerne mal ein bisschen klären. Weil das ist ja für viele da draußen, die zuschauen, immer so der heilige Gral. Oh, digital, okay, aber ich will da Vinyl. Ist gut, dass du es ansprichst, weil nämlich, obwohl ich eine Insta-Story gemacht habe, wo ich das alles ganz genau beschreibe, checken manche das trotzdem nicht. Oder fragen dann sogar noch richtig nach per Nachricht wahrscheinlich. Genau, ja, das auch. Ja, ist Pre-Order. Wir haben das erstmal digital released, weil wir ein bisschen mit der Zeit nach hinten waren. So. Aber die ist jetzt im Presswerk. Wir haben eine Testpressung gehabt. Und im Juli ist sie dann im Briefkasten. Also man kann sie jetzt vorbestellen und im Juli kommt sie dann. So Ende Juli, Mitte Juli? Kann man so ungefähr festhalten? Kann man noch nicht so ganz sicher sagen, weil man ja auch nicht drinsteckt in den Presswerken. Aber Mitte, Ende Juli trifft es, glaube ich, ganz gut. Genau. Es war halt so ein klassisches DIY-Ding, ne? Wenn du alles selber organisierst, dann verzögert sich dies und dann verzögert sich das. Und ja, klar. Aber am Ende des Tages, Hauptsache die Vinyl ist irgendwann da. Testpressung klingt auf jeden Fall baba. Das ist schon mal gut. Was man auf jeden Fall sagen kann, das Album muss auch auf Vinyl sein, weil ich verteile jetzt schon zum Anfang hin Blumen. Es ist ein richtig gutes Album geworden einfach. Also das auch schön. Alle ja. Anspieltipps, die da irgendwie drauf sind, müssen dann am Ende auch auf Vinyl gepresst sein. Ich meine, es gibt ja immer mal so, sage ich, auch Veröffentlichungen, selbst wenn sie gut sind, wo man noch sagen kann, gut, war eine EP, kann man mal digital so lassen, aber eure Scheibe nicht auf Vinyl wäre echt eine Schande. Dementsprechend besorgt sich. Wo kann man sie denn genau bekommen? Das können wir auch mal klären. Ich meine, wir haben ja hier Zeit ohne Ende, wir können ja alles klären. Klar, also erstmal ja digital, kannst du es bei Spotify hören und auch bei iTunes und so weiter, Deezer oder was das was alles da ist. Was da nicht alles gibt. Diese Plattform. Ja, ja, klar. Platte dann in Bremen im Golden Shop, das ist das, die Golden Press, die das macht. Und dann in verschiedenen Plattenläden. Kommt drauf an, wer die haben will. Ich war letztens in Hamburg in einem Store, die meinten, die würden die gerne abkaufen. Okay. Da reinstellen, HHV, glaube ich auch. Vinyl Digital, ja, Vinyl, auch. Nicht, genau, die haben, ja, genau, glaube ich, beide geordert. Ja. Und sonst, ja. Ja, ja, ich glaube, prinzipiell einfach kann man es noch nicht so genau sagen, wer halt alles ordert. Aber klar, die drei Hauptadressen sind eben Windig, HV und eben Golden Press, wo wir es auch haben pressen lassen. Ja. Shoutouts und vielen Dank dafür. Genau. Genau, ich habe schon vorhin gehört, eine junge Dame, weil wir führen ja auch Vorgespräche. Es ist ja nicht so, dass wir uns hier reinsetzen und dann erst anfangen zu reden. Da kann man auch mal gerne erzählen. Eine junge Dame, die irgendwie in Bremen Laden hat und. Genau. Also mitten im Steintorviertel, 203. Das ist da das legendäre Steintorviertel in Bremen. Genau, da bin ich groß geworden. Und da gibt es halt diesen Store. Das ist eigentlich ein Buchladen. Die haben aber auch Platten und sowas. Und jetzt neuerdings die Golden Press. Und die haben auch schon die Titel gemacht, die Infinity. Ah, okay. Siehst du, habe ich gar nicht auf dem Schirm, obwohl ich die auch hier habe, die Scheibe, dass die da gepresst worden Genau, die ist auch von Golden Press. Okay. Ich weiß gar nicht, ob das da an der Seite steht, aber ja, sollte es eigentlich. Genau, die gute Zusammenarbeit ist richtig korrekte. Ja, ich meine, Buchladen und Platten, Kunst trifft auf Kunst, ne? Also, genau. Das ist so ein bisschen verlagsmäßig. Ja. Und ist halt auch nett, jemanden einfach persönlich zu kennen und dann mit denen zu kooperieren. Alles so ein bisschen DIY-mäßig. Ja, klar. Macht Spaß so, ne? Voll. Ja, total. Passt auch zu dem Gesamtkonzept vom Album, würde ich sagen. Einfach, dass man es alles selber irgendwie hinkriegt, so. Voll. Ja, es macht schon immer. Ich glaube, es ist so, das ist ja heute auch der Weg im Hip-Hop-Bereich oder generell im Musikbereich. Ne? Mach so viel wie möglich selbst, hast immer so ein bisschen die Hand drauf und dann läuft das irgendwie alles auch immer ein bisschen andere Wege, als wenn du dann sagst, komm, wir geben das dem ab. Ich glaube, es ist immer ein ganz guter Weg. Klar, mehr Arbeit, keine Frage. Manchmal auch ein paar Probleme, die dazukommen, die man vielleicht nicht bewältigen will. Aber eigentlich finde ich das einen schöneren Weg. Klar, voll. Ja, und es ist halt auch, ich glaube, das geht vielen Leuten so, die halt irgendwie kreativ tätig sind, dass du halt einfach irgendwie perfektionistisch veranlagt bist und möglichst wenig abgeben willst. Und in dem Moment, in dem du es eben an irgendein großes Label abgibst,
bist du halt zwangsläufig irgendwie nicht mehr so Herr der Sache, so ein bisschen, habe ich immer das Gefühl. Und deswegen bin ich immer ein Fan von viel selber machen, auch wenn es mehr Arbeit ist. Naja, klar. Wie ist denn das Feedback so generell auf AWN? Ich meine, es ist jetzt auch noch eine Zeit lang raus. Was habt ihr so das Gefühl, wie es so angekommen ist bisher, wie es angenommen wurde? Bisher sehr gut, würde ich sagen. So, ne? Ja. Ein paar Nachrichten bekommen und ja, keine Ahnung, meine Crew-Kollegen, meine damaligen auch, wir hatten ja früher auch eine andere Crew, Degen Diggers. Mhm. Genau, da passiert nicht mehr so viel, weil wir uns halt gesplittet haben in verschiedene Städte. Aber die, bei denen hat es mich richtig gefreut. Mhm. Gustav Mein hat mir geschrieben, find's geil. Ja, das Lob aus dem engsten Kreis ist einem dann doch am wichtigsten, ne? Das voll, ist also ich meine, das andere Publikum natürlich auch. Es ist immer schön, eine Bestätigung von Leuten zu bekommen, die man selber nicht kennt, dass die Mucke auch gut ankommt, aber so Freundeskreis, Baba. Voll. Ja, ich bin auch immer voll zwiegespalten zwischen Freundeskreis einerseits, wobei man da auf eine Art auch davon ausgeht, dass sie es einfach hören und dann, man kriegt sowieso Feedback. Mhm. Und dann Leuten, die es gar nicht gehört, also die man gar nicht kennt, und dann da gutes Feedback zu bekommen. Aber ich muss sagen, ich war echt erstaunt, wie viele Leute mir geschrieben haben über Instagram und Facebook und so, dass sie es richtig feiern. Voll. Und also das Feedback, was ich so vor allem auch bekommen habe, ist, dass es schön divers ist, dass die Leute gefeiert haben, dass es eben nicht eine Musikrichtung ist im Sinne von Boom Bap, Trappy, whatever. Ja, genau. Sondern wirklich, haben wir beide auch von Anfang an nicht forciert, aber da haben wir so ein bisschen Fokus drauf gelegt, eben nicht nur eine Art Album zu machen, so ein klassisches Snare auf 2 und 4 oder was auch immer, sondern wirklich einfach das mal ein bisschen aufzubrechen und weil man ja auch einfach Bock auf Musik machen hat und nicht Bock auf, ich mache nur das. Also persönlich geht es mir so. Ja, würde auch ja gar nicht zu euch passen, ne? Das muss man ja auch sagen. Ich meine, ihr seid ja auch nicht die Typen, die sich irgendwie hinsetzen und diesen einen Sound seit Jahren fahren, sondern eher, ich meine, du bewegst dich ja auch in allen möglichen Bereichen irgendwie soundtechnisch. Ja. Von dir kennt man Scheiben, die sind eher Boom-Bap-lastig, dann aber irgendwie auch das letzte Album ist in eine ganz andere Richtung irgendwie auch wieder so, ne? Ist irgendwie so, wie ich ja mal zu dir gesagt habe, man hört sich das so an, es hat einen übelst roten Faden, ist irgendwie Hip-Hop, aber irgendwie auch nicht. Also man kann das gar nicht so richtig greifen, deswegen wäre es auch sehr komisch gewesen, wenn ihr ein Album gebracht hättet und das wäre so nur Trap, nur Boom Bap, keine Ahnung, ich glaube, da hätte der auch den meisten keinen großen Gefallen mitgetan. War auch ein bisschen das Ziel tatsächlich, ja. Ja. War ein bisschen das Ziel, wir haben ja auch ein Young Meyerlack-Feature auf der Platte, so zum Beispiel. Das sagt ja auch alles im Endeffekt, ja, genau, das stimmt, so ist ganz gut. Ihr habt, glaube ich, Anfang 2018 angefangen oder Fehlinformation? Noch ein bisschen früher sogar. Sogar noch ein bisschen früher, okay. Ziemlich genau im November 2017. Okay. Genau. Da sind wir losgefahren. Soll ich die Story erzählen? Ja, erzähl mal. Ja, klar. Haben wir uns nämlich, es gibt ja den einen oder anderen deutschen Künstler, die das auch so machen, und zwar wegzufahren, um zumindest mal so einen Startpunkt zu setzen. Ja. Und das fanden wir eine gute Idee, weil wir gemerkt haben, Johnny hat zu dem Zeitpunkt noch in Leipzig gewohnt, im Alltagstrubel kommst du halt einfach nicht, wenn du jetzt nicht einfach wirklich eine Studio-Base hast, die wir beide nicht haben, kommst du nicht in regelmäßigen Abständen dazu, Musik zu machen. Und dann haben wir irgendwann... Kannst dich auch viel leichter ablenken lassen. Genau. So, wir können halt dann kommst auch noch raus Corner auf ein Bier. Genau, so halt. Genau. Und dann haben wir uns irgendwann... hatte ich die Möglichkeit, ein Auto zu leihen. Dann habe ich da mein ganzes Zeug reingepackt. Und dann sind wir für eine Woche... Fünf Tage, eine Woche? Tage. Irgendwie sowas. Nee, 7 Tage sogar. Glaub 7 Tage, glaube ich, auch. Sind wir in das wunderschöne Käffchen... Das hatte so einen abgefahrenen Namen. Irgendwo bei Chemnitz. Morgenröte Rautenkranz hieß das. Jetzt, ernsthaft? Kein Morgenröte Rautenkranz. Morgenröte Rautenkranz. Grüße an die 5 Bewohner. Shoutouts an Morgenröte Rautenkranz. ist auch die Stadt, wo irgendwie der erste deutsche Kosmonaut geboren wurde. Sigmund Jähn oder da so. Da waren noch so Flugmodelle. Ja, voll so. Mega, das Riesenmuseum und so weiter. Genau, wo aber niemand war, außer uns zwei. Praktisch, nicht anstehen irgendwie beim Museum, einfach reingehen, angucken, wieder rausgehen. Ja. Das ist auch ganz wir hätten eine Cam mitnehmen müssen und dann ein Video drehen müssen. Voll, ja. Das klingt auf jeden Fall danach, das stimmt. Und es war echt witzig, weil wir kamen dann da an und das war halt, ich habe das übers Internet gefunden, so, ne? Irgend so eine Ferienwohnung. Und dann kommst du da angefahren und dann irgend so ein Landwirt, der dann dir die Ferienwohnung zeigt und so, ja, also hier ist das und hier ist das. Und dann haben wir angefangen, da die Boxen reinzutragen und die Synthesizer und der hat überhaupt nicht gecheckt, was gerade los ist. So. War echt, ja, voll. Und da haben wir noch so uns ein bisschen informiert, wie es ist mit anderen Leuten. Das war so ein relativ großes Haus quasi und mit noch zwei anderen Wohnungen, ob da wer, so von wegen nachts auch Musik machen und so. Aber da meinte dann, ach, da ist gerade keiner da. Und dann haben wir 7 Tage
so ein Fundament gelegt, genau, voll. Ja. Und das war, glaube ich, auch voll wichtig für den Gesamtflow vom Album, dann einfach schon mal, ich glaube, wir hatten 5, 6 Tracks dann schon mal so in Skizze, als wir weggefahren sind. Ja, wir haben eigentlich so gut wie jeden, also ja, einen Tag war ich irgendwie zu verkatert, aber ich glaube, die anderen haben wir man auf jeden Fall. Man muss sich auch mal da ablenken dürfen, ne? Genau, also, das gehört ja, auch so dazu, ja. Das ist Teambuilding-Maßnahme. Ja, also. Genau, aber dann dadurch hattest du schon so eine grobe Stoßrichtung, wohin es gehen soll, weil auch die Tracks, die wir da schon gemacht haben, ziemlich divers waren. Und genau, der erste Track tatsächlich war auch der erste Track, den wir da auf der Hütte gemacht haben. Der Intro-Track. Der jetzige Intro-Track haben wir dort auf der Hütte gemacht, als allerersten. Voll. Ja, sogar wir sind angekommen, haben den gemacht und danach haben wir noch eine andere Skizze gemacht. Ich glaube Schattenlied-Skizze sogar oder sowas. Ja. Und den haben wir dann Tag später oder so dann fertig gemacht oder so. Und das ist eben das Coole, wenn du so ein bisschen dich selber rausnimmst, dann kannst du einfach auch produktiv sein, ohne dass du irgendwie abgelenkt bist. So, ne? Das hat man dann da einfach gemerkt. So es ist ja wirklich, die letzten Jahre liest man das ja immer wieder, ne? Das ist ganz viele Künstler, die das ja auch gerne machen, die waren ja die Gäste jetzt sozusagen vor euch, T9 hier, Talkie Talk und DOS9 machen. Das war die Inspiration, was er gerade meinte. So, die sind halt mega versnobbt und ultrareich und fahren nach Teneriffa. Absolut. Also wenn zwei viel zu viel Kohle mit dem ganzen Scheiß verdienen, dann seid ihr auf beide. Auf jeden Fall. Merkt man langsam auch. Ja, alle sagen das. Sie haben sich voll verändert. Alle. Nee, aber genau, da kam so ein bisschen, muss man sagen, die Inspiration her. Wobei, ich meine, es ist ja auch ein naheliegendes Ding, sich einfach mal rauszunehmen. Und während die anderen auf Riffa fliegen, fallen wir nach Morgenröte Raupenkranz. Ich meine, ich habe schon wieder was dazugelernt. Ja? Ich meine, wir leben hier im Osten, ne? Also wir beide ja jedenfalls derzeit, du ja in Hamburg. Ich habe auch hier. Du hast ja auch in Leipzig gelebt, aber ich habe von dem Ort noch nie was gehört. Ja, also, mein Mitbewohner, liebe Grüße, meinte, dass da wohl viele Klassen hinfahren aus Leipzig und Umgebung, weil das eben doch so ein, also wegen diesem Kosmonautentypen und so weiter. Und aber dann bei gutem Wetter wahrscheinlich. Ja. Ja, wir waren halt mitten im Winter da. Das ist halt. Falls ihr es klingeln habt, hören, das ist sicher der Postmann, den machen wir jetzt nicht auf, weil wir machen jetzt hier die Sendung. Der muss jetzt einfach warten, da hat er jetzt was, ist einfach so. Was ich ganz interessant noch fand, ihr spielt damit ja auch im Album und irgendwie hatte ich das Gefühl, das war so auch mal in einem Interview von dir, was ich mal gelesen habe, dass es mal einen Arbeitstitel gab, den ihr jetzt auf dem Album immer wieder mal sagt, Smoggy Wales. Da habe ich so gedacht, vielleicht heißt ja dann das Projekt eben nicht Ali Wales und Smog, sondern so. Wir haben lange überlegt, glaube ich, also wir haben auch erst überlegt, uns, glaube ich, AWN zu nennen oder so. Und dann so, nee, wir nennen uns Smoggy Wales und dann, das ist ein bisschen wie Ali Wales und Fubu sind dann Fubu Wales, Joe Space und Lord Folter sind Lord Space. Ich muss auch gerade überlegen. Dann dachten wir, machen wir das einfach plump, Ali Wales und Smog. Aber der Titel ist dann AWN. Genau, also ich glaube, da war ich auch ein bisschen arrogant oder wie sagt man, nicht arrogant, aber so, weil es gab halt schon das Projekt Fubu Wales. Genau. Und dass ich dann, also dann wäre halt dann Smoggy Wales und so, dann wäre das immer so dieses Pum-Pum-Pum-Wales-Ding gewesen. Ist auch mal gut, da auszubrechen, und dann sind es nicht die 1000 AKAs, die man hat, sondern man checkt so, okay, das ist jetzt wieder so der Magger. Der lässt sich auch, muss man auch mal ganz ehrlich sagen, lässt sich einfacher vermarkten, ne? Weil's, also vermarkten ist vielleicht falsch gesagt, aber einfach, wenn du was davon hörst, dann ist einfach gleich klar, was Sache ist, ne? Ja, voll. So. Und ich meine, früher war ich immer voll Fan davon, wenn man ein Projekt macht, dann direkt einen neuen Namen. Ja, keine Ahnung, ich mache einen Track mit Boogeyman und dann heiße ich auf einmal nicht mehr Ali Wales, sondern, keine Ahnung, anders halt. Ja. Also Hassan Anaconda oder so. Also von wegen, so ja, ich nenne mich jetzt so und so für den Track oder für das Projekt. Und dann hat man irgendwann zigtausend AKAs und ist vielleicht doch mal, also für Marketing auf jeden Fall klar. Ja. Und ich glaube, ich habe schon länger nicht mehr als Ali Wales was gemacht, weil ich die ganze Zeit als Young Mayalak gemacht habe. Also von außen betrachtet. Ich habe natürlich die ganze Zeit Ali Wales Tracks weitergemacht, aber nichts hochgeladen nichts oder so. Nichts rausgebracht. Und deswegen ist das gerade, glaube ich, ganz gut, dass das ein Projekt als Ali Wales ist und nicht Smoggy Wales. So, dann fragt man, ich glaube, wir standen auch mal bei einer Veranstaltung, dann hat mich auch jemand angelabert und war so, wer ist denn jetzt hier Smoggy Wales? Und, das war bei Acid Ghetto Rave im IFZ in Leipzig. Ja, genau. Geile Veranstaltungsreihe. Ah, du bist Smoggy Wales. Genau, nee. So. Und das ist eben. Nein, ich bin Ali Wales und er Smog. So. Ja. Ah ja, warum nennt ihr euch nicht einfach so? Genau. Ich glaube, ich habe da auch nochmal so ein bisschen einen anderen Ansatz, weil ich persönlich immer einfach Fan bin von, ich mache halt Mucke so. Und ist auch egal, ob das so ausbricht oder, also, weil ich habe keinen Bock auf
ich mache nur diese eine Musik, sondern ich mache halt Musik und was dabei rumkommt, das wird man dann sehen. Guckt man dann, ne? Und ich brauche dafür nicht 100 verschiedene Namen. So, ne? Und deswegen fand ich es einfach auch cool, so zu sagen, okay, ich mache jetzt einfach als Smoke Musik so und dann genau kann man das auch einfach Ali Wells und Smoke nennen so und dann also hat ja auch rein praktische Gründe, so mit Spotify, dann wird das auf beiden Kanälen angezeigt und wird nicht ein neuer Künstlerkanal erstellt erst. Wir haben ja doch eben beim Thema Vermarktung, ist einfach so, es ist einfach sinniger. Ja, eher so unterbewusst als jetzt extra explizit so auf dieser ökonomischen Schiene gedacht. Das Wort ist auch total gemein, Vermarktung. In dem Bereich, wo ihr euch aufhaltet, ist Vermarktung eigentlich total frech. Ne? Da weil kommt die Kohle von selber. Ja, das läuft von selbst. Ich meine, sehen wir ja bei DOS 9 und Talkie Talk, ne? Da läuft die auch von selbst. Ich kriege euch. Eigentlich ist es ein Unding, dass man Künstler anspricht auf was in Pressetexten steht, ja, weil es ist ja immer so ein bisschen auch relativ, ne, man muss ja irgendwie auch sein Produkt vermarkten, ich fand es trotzdem schön, da steht da drin, ein Album der zwei über Liebe, Bier und lange Nächte und das zieht sich ja auch wirklich so durchs Album durch irgendwie so, also ich finde es auch thematisch total, irgendwie holt mich voll ab. Was war von den drei Sachen so das, was am meisten während der Produktionsphase zelebriert wurde? Lange Nächte, Bier und? Was? Liebe. 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 Also als wir da den, ne, die Hütte hatten, Liebe. Liebe. Da war pure Love. Aber okay. Okay, genau. Nee, sind auch sehr wenig zur Musik machen gekommen. Sehr viel Liebe. Sehr viel Liebe, davor gab es das Bier. Ja, genau. Und nee, dann das sind ja Nächte, immer so Schlagwörter. So, ne? Ja, aber, ist ja klar. Das hat irgendwer, ich weiß gar nicht, wo der Pressetext jetzt herkommt, wahrscheinlich gehört und sich das so rausdestilliert. Was man selber dazu sagen würde, ist ja immer so, noch mal ein bisschen was anderes. Findet ja alles auf dem Album statt, Liebe, Bier und lange Nächte. Obwohl mehr Gin Tonic, habe ich das Gefühl, als Bier in den Texten, aber ist ein anderes Thema. Pivo und da so. Kommen wir Pivo und so. Ist ja Pivo doch ist schon, ja. Eine Übersetzung für Bier, ja. Also kommt schon oft vor. Aber ich glaube, das, naja, das ist einfach, man hat es ja aus dem Leben genommen, die Texte. So, ne? Das, ist das ja jetzt, hört man definitiv. Genau, ja. Und daher, wir sind halt zwei Hordigen, die sich die Nächte um die Ohren schlagen. Und dann ist halt so, ne? Wir sind auch am meisten abends produktiv gewesen. Ja. Also ich bin eigentlich auch Fan davon, zum Frühstück einen Track zu machen, aber irgendwie klappt das manchmal nicht, weil man dann eben länger wach ist und abends produktiv ist. Voll ja, so. Abends hast du wenigstens dieses Ziel vor Augen, ich muss ja noch irgendwann ins Bett gehen, lass mal Gas geben. Ne? So auch, oder? Ja, oder halt Feierabend, so Tag ist getan, Tagwerk ist getan, jetzt kommt der Spaß. Der Spaß, genau. Ja, zum Beispiel auch weil Mucke ist nämlich Spaß, keine Arbeit. Absolut. So. Ja. Mucke machen ist Spaß. Vor allem auch zum Beispiel dieser Disco-Skit, das weiß ich noch, da waren wir... Da müssen wir nachher auch noch drüber reden. Ja. Habe ich mich auch total abgeholt gefühlt. Voll. Und der ist, glaube ich, an einem Abend passiert, wenn mich nicht alles täuscht, wo wir Musik gemacht haben und danach sind wir nämlich noch ins damals Four Rooms, gibt es leider auch nicht mehr, in Leipzig gegangen und da bin ich irgendwie abgehauen, ich weiß nicht mehr genau, war alles sehr blurry, aber, auf jeden Fall, das war an einem Tag, wo wir glaube ich vorher Mucke gemacht haben und dann nochmal raus sind, was halt auch ein klassischer Tag war dann, Mucke machen und dann irgendwie nochmal abhängen draußen und das spiegelt sich ja dann einfach in den Texten wieder so, ne? Ja, weil man fängt ja jetzt nicht an über irgendwas Ausgedachtes, Texte zu schreiben. Nee, so. Das ist das Allerwichtigste. Rappe über das, was du wirklich erlebst. Das ist immer noch, war ja schon immer so, ne? Ja. Im Endeffekt, dass das der beste Rap ist. Ich würde sagen, wir hören erstmal rein, damit auch die Leute, die jetzt noch nicht so richtig was vielleicht mit euch anfangen können, mal noch eine Hörprobe bekommen. Wir werden natürlich noch über eure beiden Werdegänge sprechen, auch mal, dass wir so ein bisschen mal zurückblicken. Großen Werdegänge. Gibt es ja auch ein bisschen was zu berichten. Die Jungs haben auch noch liebste Vinyl mitgebracht. Ist ja auch so bei mir eine Kategorie, die wir mal gerne abarbeiten. Es gibt auch noch was zu gewinnen in der Sendung. Aber all das verraten wir später. Jetzt hören wir erstmal, alles wird nichts. Und wenn du rauchen gehen willst, du hast, ich glaube, 5 Minuten. Sofort. Ich bin dabei. Outgecallt worden. Sollen wir die hier? Frische meine Laufbahn, fresse mir Natura und pisse auf den Hauptgang, lauwarm. Mein Magen knurrt ein Abfahren, voller Durst und gar kein nach dem Zapfahren. Ja, ich bin ein Fachmann und lebe ohne Glauben. Nehm meine Zukunft in die Hand und lach mir in die Faust. Lass uns neue Handshakes probieren. Ich geb dir 5 und du mit jedem 5 mal so viel, ja. Jetzt seh dir zu gut Kumbaya am Hirn. Sie wollen hier raus, denn da drin ist es nicht kühl. Der rote Kopf und die Seele sind dein Team. Sie genießen zwischen Lachen und dem Spielen. Ich bin mein eigener Doc, der täglich sein Apfelwein schlürft und in den bunten Topf ne gute Macke mit reinwirft. Beim Stand die Pause immer geil, Macke abkürft. Lass es mindestens mal bleiben. Oh fucker, what's good? What's good? What's good? What's good? What's good? What's good? What's good?
einem Moment bin ich ein König und dann im nächsten bin ich nichts. Es musste irgendetwas geben, doch ich glaub, ich will das nicht. Das ist lebensgefährlich, das ist zu viel Gefühl. Sag, bin ich verrückt oder einfach schon wieder nur dich? Den einen Moment bin ich ein König und dann im nächsten bin ich nichts. Es musste irgendetwas geben, doch ich glaub, ich will das nicht. Das ist lebensgefährlich, das ist zu viel Gefühl. Sag, bin ich verrückt oder einfach schon wieder nur dich? Der nicht, der nicht. Coming through records. Glaubens, mit wem sie redet, G. Kind am Flur klagt und nur noch Augen für Pedigree. Bist kein Freund, bist ein Enemy. Und was die betrifft, bring und ich erledig sie. Mein Scheiß hat plötzlich Rotation. Die anderen sind nice, aber ihre Rhymes sind Okkasion. Die Labels haben Interesse jetzt und wicken mit Verträgen. Und überall, wo du auftauchst, haben Bitches ihre Tage. Nah, I'm saying. Mann, dein Pseudo-Neu ist hangen geblieben. Am Ende vom Tag ist es Mutter, fick die andere Seite. Ich fahre in der Siegerpose, würde dein Label Rap machen. Hätten sie mir einen Deal angeboten, ich hab verdammte Idioten. Der Rap, Luciano Pavarotti, Homie, ich bin gefragt, Dreck, Polo auf dem Fahndungsfoto. Glaub mir, ich will alles, bin nicht zufrieden mit einer Tafel Schock. In deinem Wortschatz entspricht ziemlich genau meinem Sag mir, wenn du so weit bist, überforscht unsere Namen in der Zeitung. Hab mein ganzes Leben auf dem Schreibtisch. Fick alles, was sie sagen, Homie, ich glaube, sie sind niedisch. Sag mir, wenn du so weit bist, übermorscht unsere Namen in der Zeitung. Hab mein ganzes Leben auf dem Schreibtisch. Fick alles, was sie sagen, Homie, ich glaube, sie sind niedisch. Ich hab Träume von teuren Autos und hab gewartet auf den Bus. Auf keinen Fall gar nicht zurück, nie wieder machen wir Verlust. Ich mach den Schiff für Syndikat, meine Freundin kann Spagat. Homie, fragt mich nicht, wie's geht, Plattenfirmen sind am Grat. Vor dem Haus steht der 4x4 parat. Heute ist so ein schöner Tag, stell den Benzo in die Garage. Schau meine Brust, ich bin schlimm mit dem Karat. Bin der heiße auf der Straße, nimm die Scheiße mit ins Grab. Besser nimmst Finger weg vom Mikrofon, egal wie du mich findest, Bro. Ich kassiere Finder noch. Bin jeden Tag im Studio, brauch nur eine Viertelstunde. Melancholisch mit dem Gang, scheiße, ich rappe auf dem Mund. Hat Zeug verbrochen, bin ein paar Mal auf den Teufel getroffen. Bin als kleines Kind statt über Wiesen, über Spritzen gelaufen. Rappers geben sich Mühe und sind sehr produktiv. Doch sie gehören nicht dahin, ihnen fehlt das Motiv. Sag mir, wenn du so weit bist, überforscht unsere Namen in der Zeitung. Hab mein ganzes Leben auf dem Schreibtisch. Fick alles, was sie sagen, Homie, ich glaube, sie sind niedisch. Sag mir, wenn du so weit bist, übermorscht unsere Namen in der Zeitung. Hab mein ganzes Leben auf dem Schreibtisch. Fick alles, was sie sagen, Homie, ich glaube, sie sind niedisch. AWN heißt das neue Album meiner heutigen Gäste, Ali Wales und Smog ist rausgekommen bei, und wird auch noch rauskommen auf Vinyl, haben wir ja gerade schon erfahren, bei Erotic Toy Records. Vinyl Ende, Mitte Juli haben wir schon erfahren auf jeden Fall. War wahrscheinlich relativ sicher von Anfang an, dass es bei dem Label rauskommt, oder? Erotic Toy Records, ja normal. Normal, oder? Ja, keine Frage. Gang, ja. Ja. Hätte mich auch gewundert, wenn ihr da eine andere Idee gehabt hättet. Ist ja einfach auch. Freundschaftssache so, ne? Ja. Und wenn man sowieso mit denselben Jungs rumhängt, dann muss man das machen. Erübrigt sich das. Wir können noch mal gerne auf das Label gucken, weil es eben ja auch ein Label ist, was extrem viele Charaktere und Künstler ja irgendwie im Roster hat. Ist auch geil, im Roster. Es gibt Ali Wales, B&D BBB, Young Mahler kam die auch noch.
Ah ja, vielen Dank. Spaß. Ja, war nicht schlecht. Wir lassen das so stehen. Ja, mal schauen, wer darüber nachdenkt oder nicht. Nee, aber sind ja extrem viele. Sind ja auch einige von den Jungs auf dem Album mit dabei? Genau, ja, war auch das Ziel, nur Freunde raufzuholen. Mhm. So. Sowieso mein Bruder ist drauf. Till ist drauf, Tai Till. Mhm. So, genau. Fubu ist auch drauf. Nepomuk. Liebe Grüße an alle. Klar, Nepomuk auch. Hat jetzt mit Erotic Toy Records nicht so viel am Hut, aber ist auch mit drauf. Mhm. Und Indius F. Ist der gute Indius. Ja, genau richtig. Ich zelebriere Indius auch schon seit Wochen. Besorgt euch dieses Album. Werden wir nachher auch noch einen Song hören? Bin vergessen. Nee, ne? Nee, ich glaube, das waren alle, Fubu, oder? Fubu, Indius, Daudi, Tilly, Nepomuk. Young Majalak. Young Majalak. Oh, fast vergessen. Genau. Skinny Black Boy. Der leider nicht. Nee, der ist nicht bei euch auf dem Album, aber ich meine, der ist bei Erotic Toy Records. Achso, ja, bei Erotic Toy, um die mal aufzuzählen, das sind, genau, Erotic Toy Records sind Tai Till, J-Pop, Florida Juicy, Skinny Black Boy, Doubtboy und ich. Und du. Genau. Ja, und dann gibt es noch unseren Manager, Peter. Peter. Es gibt ja auch bei zwei Jungs auch jetzt ein Mixtape demnächst. Habe ich jetzt erst noch bei Facebook das Video gepostet von Don Vitello und Title. Genau, ja. Donatello, Moneymax, so ja. Sein AKA. Donatello. Ratzen und Rennen wird das Mixtape heißen. Killer Track auch. Ja, der Track ist wirklich killer. Prank Sinatra am Beat. Mhm. Ein richtiges Brett. Also habe ich auch gedacht, du leck mir am Arsch, ey. Absolut. Geiler Beat. Und ich mag halt auch mega krass, wie Donatello rappt. So. Ja, Till ja, sowieso, ja. Keine Frage. Und, aber Donatello passt auch gut auf diesen Brank-Beat, finde ich. Ja. So. Also das harmoniert ziemlich. Voll. Bei Till sowieso auch. Also, aber Gesamtkonzept fresh. Auch immer diese Ultra-Staccato-Pattern. So. Das ist halt richtig edel. Ich feiere es voll. Ja. Du bist ja, wir haben das vorhin schon kurz erwähnt, in Bremen aufgewachsen. Genau, ja. Leipzig 2 Jahre gewohnt, ja. Dann jetzt in Hamburg. Das sind ja auf jeden Fall 3 Städte mit 3 sehr aktiven Hip-Hop-Szenen. Ich möchte jetzt gar nicht fragen, das ist Unsinn, wo fühlst du dich wohler, weil du warst ja auch an einigen Standorten dann deutlich länger als woanders, dass das vielleicht dann immer so ein bisschen schwierig ist. Aber gerade so Bremen finde ich so, weil ich auch früher in Oldenburg gelebt habe und da schon in den 90ern es eine sehr gute Hip-Hop-Szene gab, gibt es ja auch ein paar bekannte Leute, die daherkommen. Also ich finde die letzten Jahre auch Bremen, um jetzt mal auf den Standort zu blicken, ist ja unfassbar, was da geht, so gefühlt, ja, oder? Voll. Also ich habe das Gefühl, da ging schon immer was. Mhm. So. Viele sind dann halt einfach ziemlich underground geblieben, so. Aber eigentlich geht eine Menge an Hip-Hop in Bremen. So, ich war nie ein Rapper. Ja, Saad, auf jeden Fall. Shoutouts, Alter. Ja. Ja, der hat Bremen ein bisschen geprägt. Dramatics halt. So, Dramatics bin ich richtig Fan von. Legendary. Da kommt, ihr habt ihr ja in der Sendung gehört, da kommt demnächst was. Sonnera und die Dramatics haben sich eingeschlossen. Das wird böse. Ja, voll. Und einer von denen hat auch ein Feature auf der neuen Space Window-Platte, wenn mich nicht alles täuscht. Ah, okay. Schaut jetzt auch an Space Window. Ja, Space Window und Herr König und die ganzen. Ja, die ganze auch. Gang, am Apparat, die Gang. Genau, Warpath, am Apparat, Ranko. Ich überlege auch gerade Hass und Pestizid. Hören wir auch noch einen Song später hier in der Sendung, fällt mir gerade ein, habe ich noch mit eingeplant. Super Leute auch. Also voll. Ja, aber hauptsächlich auf jeden Fall Ajax, okay. Und Diggin Diggers. Das sind die beiden Crews, die wir damals hatten, die es auch immer noch gibt. Stets haben wir nur Soundcloud-Releases, aber das ist, Ding Diggers war so die Crew und Ajax war der Clan. Also Ajax sind echt so 20 Leute, die alle dope rappen. Wer war denn bei Ding Diggers alles dabei eigentlich? Ich habe das gerade. Ding Diggers ist auch Doubtboy, ja. Als er noch anders hieß, da war er Dekosh 21. Mhm. Und dann gibt es noch Olfins und Gustav Mein. Gustav Mein ist bei Normalität dabei. Maliko Sanchez, also Skinny Black Boy, war auch dabei oder ist dabei. Ja, und etliche mehr. Also Robert Röb, Young Adamu heißt er jetzt, macht Trap. Also es ist halt, hat alles so, war so Lo-Fi halt. Und das war Diggin Diggers, so die Crew, mit denen haben wir immer was gemacht. Irgendwann kam Erotic Toy Records. Mhm. Seitdem ist es ein bisschen weniger mit Diggin Diggers, aber ja. Wann die machen das, wann hat ihr das angefangen? So, Diggin Diggers, als ich nach ja, ich wollte gerade sagen, als ich nach Bremen gezogen bin, als ich bei Mama aus dem Haus gezogen bin. Ich bin mit 17, 18 bei Mama raus und dann ans Eck gezogen, direkt an die Steintorkreuzung, Seewall. Okay. Oh, schöne Lage, ey. Mega. In war alle Richtungen, genau, perfekt, um was zu unternehmen. Irgendwie Plattenläden, Läden, weggehen, Clubs, Weser, alles vor der Tür. Ja, genau. Geil. Ja, perfekt. Also kann auch
krass wären, wenn du morgens einkaufen gehen willst, brauchst du erstmal eine Stunde, um zum Supermarkt zu kommen, weil du gehst runter und triffst 1000 Leute. Aber es ist auch geil. Und naja, da hatte ich dann irgendwie meine 12 Quadratmeter nach vorne zum Eck raus und in dem 12 Quadratmeter Zimmer mit 12 Leuten immer Session gemacht, jeden Abend. Wir hatten alle frei, nichts zu tun, haben gekifft und gesoffen und Tracks gemacht. Ding Diggers. Das war so Ding Diggers. Nicht, ja. Nichts zu tun und zu viel Geld. Genau. Nee, aber um die, ich wollte die nur mal pushen ein bisschen, ne, weil das geht auch noch in Bremen. Die machen auf jeden Fall alle noch was. Vereinzelt irgendwie. Ist ganz cool. Wir haben früher bei Immo auf der Palette, komplette Palette, haben wir mal zusammengezockt. Ja, ja. So. Ja, der gute Immo, ja klar. Genau. Immo ist ja auch, ja, Bremen auch auf jeden Fall. Eben, wenn, also das ist genau die Zeit ja gewesen damals von mir auch FAB und überhaupt, also Immo ist ja so der Bremer schlechthin im Endeffekt, ne, wenn man zurückblickt. Ja, auf jeden Fall. Auch letztens ein Album rausgebracht. Leider habe ich den Titel nicht mehr auf dem Schirm gerade. Hat mir Flo und Immo noch durchgeschickt. Auch mal reinhören. Ein bisschen experimenteller. Bisschen anders als das, was man bisher von ihm kennt, aber auf jeden Fall mal reinhören. Gute Flo und Immo. Leipzig, dann ja sehr kurz. Ja, 2 Jahre. Boah, aber, ne? Aber genau, und da habe ich den guten Mann da drüben kennengelernt. Also, genau, auf jeden Fall. Zwei gute Jahre auf jeden Fall. Und du warst ja im Endeffekt auch dahin gezogen, ne? Genau, ich bin da, aber du warst schon ein Jahr länger oder so da, ne? Ich glaube 2015 hin, genau 2015 im Sommer nach Leipzig gezogen. Und dann, wann haben wir uns kennengelernt? 17? 16? 16, glaube ich, 2016 über Max von Pattern Select. Ja. Pattern Select, das war Prepaid so Radio, genau. Crossbase, liebe Grüße. Auf jeden. Genau. Und dann haben wir irgendwie einen Abend lang bei dem in der Wohnung gechillt, hatten uns noch nicht auf dem Schirm und hatten aber denselben Heimweg und haben dann irgendwie noch eine Stunde an irgendeinem Eck mit Bier verbracht und dann war ziemlich, also ganz gut verstanden. Ziemlich schnell ja, klar, dass, ja, dass man so ungefähr dieselbe Wellenlänge hat. Ja, ja. Und dann, glaube ich, auch relativ schnell auch Beats hin und her geschickt und sich so getroffen. Genau. Ich habe erstmal einen Track auf dem Beat von dir gemacht und dann irgendwann. Ja. Das war aber nicht der mit Fubu, sondern ein anderer, ne? Noch ein anderer, ja. Nessa Pomenona. Genau. Und dann der mit Fubu und dann ging das Projekt irgendwie los. Dann war so, genau, hey, stimmt. Wollen wir nicht was ach, da ging das dann, okay. Also der Track mit Fubu, der auf dem Album ist, der ist tatsächlich auch noch vor der Hütten-Action entstanden. Genau, das war so eigentlich der erste Track vom Album. Voll, stimmt, ja. Das war der erste, der stand und der hat sich seitdem nicht verändert. Das war dann sozusagen der Auslöser, um nochmal so ein bisschen... Genau, ja. Da war gerade die Fubu Wales Zeit auch. Da habe ich halt die mit ganze Lever Zeit Rouge, mit Fubu, genau. Da habe ich gerade Lever Rouge fertig auch noch gehabt rein, mit ihm. Nachher übrigens, erzählt euch weiter. Genau, die ganze Zeit mit ihm Mucke gemacht und dann währenddessen kam das mit Laurin irgendwie und da, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich hatte mit Fubu geplant, eine zweite EP zu machen und da sollte dann erst der Track rauf, glaube ich. Ja, und dann genau. War es aber, hey, lass uns ein Album machen und dann haben wir den darauf gehauen. Voll. Genau. Schöne Scheibe. Bekommt ihr übrigens immer noch im Store von Vinyl Digital. Habe ich gesehen, habe ich extra nochmal gecheckt, weil das ist immer so blöd, wenn man dann hier so sitzt und eine Platte reinhält und dann rätseln auf einmal alle, warte mal, gibt es die jetzt noch oder gibt es die nicht? Die sieht so frisch aus, Alter, meine ist total durchgekaut. Ja, bei mir sehen alle Platten so aus, ich bin ein bisschen penibel. Ja, du bist auch so einer mit so Hüllen. Alles das finde ich gut. Bei mir auch. Außenhüllen, wird alles bei mir gemacht, ja. Ist so, wie hat das letztens noch einer geschrieben? Es stand auch unter einer Sendung irgendwie, da war das auch mal Thema, wie penibel ich da umgehe. Da meint er so, ey, wenn man das so lange betreibt und so viel Geld dafür ausgegeben hat, dann muss das auch so sein. Ja, okay. Was nicht heißt, dass, wenn man trotzdem das lange macht und Geld ausgibt, sie nicht auch anders behandeln darf. Ne? So ist es nicht, aber ist einfach so, das ist keine Frage, genau. Ja, vielleicht kann man noch kurz erwähnen, dass Fubu auch ein Projekt in der Pipeline hat. Wäre ich sogar nachher genau, noch drauf ja, zu sprechen, ja. Aber können wir auch gerne jetzt schon abarbeiten. Na klar, der hat ein sehr interessantes Projekt. Du darfst das gerne erzählen, muss ja nicht immer ich die ganzen Infos raushauen. Genau, aber ich weiß auch gar nicht, wie viel ich dazu richtig weiß. Ich will keine Fake News spreaden, aber der hat was mit Flitz und Suppe, auch liebe Grüße an dieser Stelle, am Start. Es kommt aber, glaube ich, auch erst Ende des Jahres, aber es kommen jetzt gerade so peu à peu die genau. Videos. Genau. Sie haben gar nicht sehr so richtig gute Videos, richtig geil. Ja. Hast du die gesehen? Ja, habe ich gesehen. Die haben auch gar nicht richtig mitgeteilt, wann da was rauskommt, sondern es ist eher so, es kommt ein Album, wird es immer genau. So formuliert. Finde ich eigentlich auch ganz clever. Ne? Weil ich glaube, die wollten sich auch extra nicht jetzt so einen Zeitdruck machen, sondern lieber das ganze Ding solide zu Ende bringen. Und bin ich auch großer Fan von, also ja. Lieber solide machen und dann rausbringen, wenn es fertig ist. So.
Genau. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Also Flitz und Suppe, übrigens eine Person, kann man auch mal erwähnen. Fallen immer wieder viele drauf rein. Ja, ist einfach so, es ist wirklich nur eine Person. Auch großartiger Produzent auf jeden Fall, ist auch extrem. In den letzten Jahren hat er wahnsinnig viel veröffentlicht, also teilweise auch manchmal nur digital, aber richtig viel rausgehauen. Die Platten sollte man sich auch mal alle hinstellen. Und ja, was kann man noch zu dem Projekt sagen? Ich überlege gerade noch. Genau, kommt über Niyati. Liebe, ne? Niyati, auch ein großartiges Camp, ja, ganz tolle Leute. Voll. Ja, genau. So haben wir das abgearbeitet. Ja, Hamburg, wie fühlt es sich in Hamburg dann für dich jetzt so derzeit an? Ich meine, du hast in Bremen irgendwie eine wunderbare Hip-Hop-Zeit gehabt, du hast in Leipzig hier diesen wunderbaren Menschen kennengelernt und viele andere. Wie fühlt es sich jetzt so in Hamburg an? Heimisch auf jeden Fall. Okay. Sehr, also ist ja Norden halt so. Genau. Bremen, Hamburg irgendwie. Nerd. Würde nicht jeder jetzt unbedingt sagen das Gleiche, aber Morgen. ist schon, also ich finde, wenn man in Bremen ist und Hamburg, das ist schon so ein Einschlag irgendwie, ne? Ja, schon. Also wenn du so durchs Karo-Viertel Steps oder so, ist ein bisschen wie, als ob du durchs Viertel 203 Steps. Natürlich alles viel größer, aber mir kam auch vorher Hamburg viel größer vor. Ich war tatsächlich, als ich noch in Bremen gewohnt habe, war ich gar nicht so oft in Hamburg. Okay. Und jetzt, wo ich da wohne, ist so doch gar nicht so groß, wie ich dachte. Du kannst alles so easy zu Fuß erreichen. Mhm. Also zumindest die hier Karo, Schanze, St. Pauli. Klar. Wo man sich so bewegt, wo die Szene so ist. Hm. Ist alles läufig. Ja. Was gibt es so für Schnittpunkte szenetechnisch? Ich meine, in Hamburg gibt es ja bis zum Erbrechen Künstler. So irgendwie welche, mit denen du relativ viel abhängst? Indius F. Klar. Ja, mit dem mache ich ziemlich viele Tracks. Also nicht ziemlich viele. Wir planen es, wir lassen uns Zeit. Also keine Ahnung, der wohnt 10 Minuten von mir oder so. Hm. Und wir haben auf jeden Fall ein paar Tracks recorded. Hören wir nachher auch noch Kiebersaft? Jo. Ja. Von euch beiden von genau, da habe ich ja auch 2 Tracks drauf auf der Frühdemenz. Eben, genau. Genau, die haben wir unter anderem gemacht und dann haben wir noch 2 auf Beats von mir gemacht und da lassen wir uns auch Zeit. Das ist einfach das, was uns taugt an den Tracks, mischen wir irgendwann zusammen und dann kommt hoffentlich bald was so. Genau, mit dem mache ich ziemlich viel. Die Raw Suppliers, so die Gang. Ja. Auch Album gerade rausgekommen. Genau, ja. Steht witzigerweise, glaube ich, sogar neben dir. Das können wir auch mal kurz, warte mal. Weil hier stehen immer meine neuen Platten rum, die ich alle noch hören muss. Warte mal, ich guck mal gerade, da haben wir sie doch. Ja, war ja voll. Unbedingt auschecken. Also dieses Album auch und das davor, wirklich richtig gelungen. Ich bin ja auch echt ein bisschen penibel, was so Instrumental-Beatscheiben angeht. Ist das reines Beat? Ding? Ist reines Beat Album? Ich glaube, ja. Ja, ich muss jetzt auch nochmal gucken, nicht, dass ich Unsinn habe. Doch, nur reines Beat-Album. Über Decibel rausgekommen. Und ich bin da schon ein bisschen penibel mittlerweile, weil es ja so viele gibt. Ne? Also ich meine, es gab noch nie so viele Veröffentlichungen im deutschen Hip-Hop-Bereich, wo irgendwelche, hupsala, wo irgendwelche Produzenten ihre Mucke rausbringen. Aber das ist sehr, sehr gelungen auf jeden Fall. Das kann man nicht anders sagen. Auch noch gerne mal das Album davor auschecken, sollte krass, man sich alles sehen. Kollabos auch, ne? Genau, sind immer Kollabos. Zum Abasti, Schluss mal Halle im Ganzen. Ist auch drauf. Ja. Werden wir auf jeden Fall auch mal in der nächsten Sendung. Ich habe das jetzt in der Sendung nämlich nicht geschafft. Ich wollte es eigentlich noch mit einbauen. Wir machen das in der nächsten Sendung, wenn der gute Nepomuk vorbeischaut. Echt, oder? Der nächste Gast, genau. Ja. Der schaut vorbei. Dann werden wir da auch noch mal reinhören, auf jeden Fall. Es ist immer so ein bisschen schwierig bei dem YouTube-Format, viel Musik unterzubringen, ne? Weil die Zeit nicht da ist. Es ist halt keine Radiosendung, so wie ich das früher hatte, 3 Stunden. Da konntest du natürlich Mucke pumpen bis zum Erbrechen und total viele Releases vorstellen. Das kommt hier ein bisschen kürzer. Davor ist der Vorteil an diesem Format, das Reden. Da können wir viel mehr machen als im Radio. Voll. Und das ist irgendwie auch wichtig. Wir hatten vorhin schon, um mal so einen ganz anderen Schwenk reinzunehmen, Bier haben wir schon erwähnt, wir haben Gin erwähnt. Wird Gin regelmäßig konsumiert und gibt es eine Lieblingssorte? Es interessiert mich ja immer, weil ich ja total Gin-nah bin. Bei mir nicht, Alter. Bei dir nicht? Nee, ich mache gerade Detox und sonst trinke ich auch nur Bier. Also okay. Gin ist so eine Ausnahme gewesen. Okay. Pardon. Das ist auch eine Frage so finanziell, ne? Naja, klar. So, Bombay. Also Bombay geht natürlich immer, den kann man sich auch immer ohne Probleme leisten. Nee, ich muss sagen, ich trinke mal einen Gin Tonic, aber völlig schmerzfrei. So. Wenn ich wirklich Bock auf einen geilen Longdrink habe, dann ist es eher so Moskau Mule oder Munich Mule. Moskau Mule. Was ist denn Munich Mule? Das ist dann tatsächlich auch mit Gin.
Okay. Also statt Wodka Gin genommen und Spicy Ginger. Ist das ein Münchner Getränk oder wie so? Aber der Rest ist identisch. Jede Stadt sagt, das ist der Frankfurt Mule oder der Munich. Ach so. Aber ich habe mal gehört, dass, weil es in Bayern relativ viele Gin-Distillerien gibt, dass das deswegen Munich Mule heißt, keine Ahnung. Ach, okay. Aber ich bin da wirklich der falsche Ansprechpartner bei Marken und Brands. Aber und Moskau Mule heißt. Ich will, es soll einfach trünen und günstig sein. Das muss nichts Besonderes sein. Moskau Mule liebe ich auch. Ja. Also selbst gemacht mit gutem Wodka und Spicy Ginger von der einen Marke mit dem Menschen drauf. Ja. So, wir wollen ja nicht zu viel Werbung machen. So, und dann noch eine schöne Limette rein. Gut, wir wollen nicht abschweifen. Aber warum ich darauf anspreche, ist, weil ich wirklich, was ich vorhin schon sagte, ich habe euren Disco-Skit halt so extrem gefeiert. Weil ich halt diese Situation so oft in meiner Jugend erlebt habe, dass genau das passierte. Ich so irgendwann nur dachte, wo sind die denn alle? Wo sind die denn geblieben? Und wer sind wir überhaupt? Und wer, genau, was mache ich hier überhaupt? Oder gleich mega so und tiefenphilosophisch werden. Ja, das ist aber wirklich so. Und ich meine, bei mir war es auch oft so, erzähle ich vielleicht kleiner und schwenk, aber bei mir war es auch oft so, dass ich oft dann in anderen Läden auf einmal war. Also, dass ich deswegen keinen mehr gesehen habe, weil ich einfach aus dem Laden raus bin und 10 Meter weiter war halt der nächste Laden und da mal reingegangen bin und dann aber irgendwann so dachte, wo sind denn die Jungs alle? Und die dann angerufen haben, wo seid ihr so? Also deswegen muss man ja mal fragen, auch bei dem Skit, ich habe es jetzt schon vorhin erfahren, es hat natürlich eine Geschichte, es ging nämlich auch um euch beide, dass du... Es war eine Sprachnachricht an mich. Genau, gesucht es war eine Sprachnachricht an... Smog. Genau. Ja. Genau. Also Ali Wales hat den guten Smog gesucht in der Disco, leicht angetrunken. Leicht. Leicht angetrunken. Eigentlich nüchtern. Eigentlich nüchtern und genau hat ihn gesucht. So Abstürze, Ausfälle, böse Erinnerungen dran? Was so das Schlimmste, was euch jemals passiert ist, ohne dass es jetzt peinlich wird? Boah, da... Nee. Also ich bin nicht so der, ich bin nicht so der krasse Kackebauer. Ich bin dann, wenn ich zu betrunken bin, gehe ich heim. Mhm. So. Und also von daher bin ich da relativ langweilig bei solchen Storys. Gut, Kacke bauen muss ja auch mal gar nicht sein, weil dieses, wenn man zu viel getrunken hat, bin ich auch ein Typ, der echt gerne einfach auch geht. Ich sage teilweise auch nicht mehr tschüss, ich gehe einfach. Aber manchmal ist ja auch so, du kommst in so ein, du bist gut drauf und dann noch ein Getränk und irgendwann schlägt es halt ein, ohne dass du es eigentlich wolltest. Und dann passieren ja manchmal schon komische Dinge. So im Nachhinein. Und wenn das passiert, dann habe ich immer Blackouts. Ja, hast du das? Echt? Ich habe das auch oft. Ich habe voll oft Blackouts, ja. Ja, ich auch. Also... Ja, so Lücken halt, ne? Also nicht den ganzen, nicht, ich habe jetzt nicht vom kompletten Heimweg Blackout, aber... Aber so gewisse Zeitabschnitte sind weg, ja, ne? Genau. Geht mir auch so. Ich auch. Deswegen Detox. Ja. Es muss auch manchmal gar nicht viel Alkohol sein. Ich habe manchmal das Gefühl, es ist einfach irgendwie irgendein Umstand. Dass dann irgendwie, wo ich dann so ganz oft denke, so, warte mal, stopp, ich bin da raus, dann bin ich noch den Heimweg, aber nach Hause, in die Haustür rein, habe ich noch die Zähne geputzt, habe ich mich ausgezogen? Das ist dann oft auch weg bei mir so. Ja. Irgendwie... Nee, bei mir ist tatsächlich eher so, dass man dann im Nachhinein am nächsten Morgen sich überlegt, okay krass, dann war ich noch da, dann habe ich noch mit denen da rumgehangen und gerade auch so im Leipziger Osten Richtung Eisenbahnstraße, Reutnitz, so, da ist halt einfach, wie wahrscheinlich in vielen Städten so, dass du so wahnsinnig viele Läden nebeneinander hast und dann guckst du da mal kurz rein, triffst dann da den, der gerade dahin wollte und dann wollte die noch dahin und dann gehst du mit denen mit, so halt, ne? Aber gehst mit jetzt, ganz anderen Menschen nach Hause, als wenn ich losgegangen bin. Ja, voll, so halt, genau, aber... jetzt keine expliziten, krassen Suff-Geschichten. Schlimm ist, wenn du unterwegs bist und dir wird am nächsten Tag erzählt, wo du überall warst, weil du das nicht mehr weißt. Das finde ich krass. Ja, aber das sind dann schon so die Peak-Abstürze. Ja, das sind dann die Peak-Abstürze, das auf jeden Fall. Aber wir wollen jetzt nicht zu lange drüber reden, ja, weil Alkohol ist keine Lösung. Krass, anonymen Alkoholiker hier. So. Ja, ich habe voll ein Problem. Leute. Könnte ich als Rubrik eigentlich einführen in die Sendung, ja, auf jeden Fall. Wir hören nochmal weiter rein bei euch ins Album. Da passt jetzt auch vom Titel her das ganz gut, was wir uns jetzt anhören. Wir haben ihn auch schon erwähnt, Magnesium. Ajo. Hören wir uns jetzt mal an mit einem guten Nepomuk. Und warum sage ich, passt das gut? Magnesium ist nämlich der... Gegen den Kater. Genau. Immer vorm Schlafen gehen, wenn ihr getrunken habt. Und ich rede jetzt nicht von extremem Saufen, sondern generell. Und wenn es nur 4-5 Bier waren, nehmt Magnesium, der nächste Tag sieht immer besser aus. Weil und Wasser ich trinken, halt, vorm Schlafen gehen. Ja. Wasser trinken auch. Wasser und ja, Wasser sowieso. Sowieso ne? Ja. Genau. Aber ich habe das, ich habe eine Zeit lang immer Krämpfe bekommen, wenn ich gesoffen habe. Mitten in der Nacht aufgeschreckt, weil ich so mein Bein ausgestreckt habe. Kenne ich. Fetten Warnkrampf. Ja. Magnesium geklatscht. Hilft. Hilft echt. War bei mir genau der Fall damals auch. Wie du sagst, du liegst im Bett, das verspannt sich so hart, dass du eigentlich rausspringen musst aus dem Bett, kannst es aber eher gar nicht. Ja, und dann bist du noch so im Halbschlaf und kannst es gar nicht kontrollieren. Oh, voll ätzend. Ja. Ja. Voll. Und da hilft Magnesium extrem, weil eben der ganze Alkohol spült den Magnesium aus dem Körper und wenn du dann nachts dir schon mal so 4 Magnesium-Tabletten reinballerst,
Vier. Ah ja, klar. Vier Stück. Gib mir böse. Alter, dann scheißt du nur noch, Alter. Ja, das ist der Nachteil. Am nächsten Tag könnte der Stuhlgang eventuell anders sein. Bevor es jetzt aber eklig wird, hören wir uns diesen Song an. Magnesium mit Nepomuk, wie gesagt, mein nächster Gast. Die Sendung geht dann am, ich überlege gerade, wenn ihr es dann überhaupt vorher seht, wenn ihr nicht die Sendung hier von uns schon später seht, am 8. Juli online. Man muss im Regen auch mal dankbar sein. Nicht immer nur bei Sunshine Smile. Adiwetz ist 2x2, 3 oder noch mehr Meyer-Lachs in einem. Und nicht nur RAP am Arm, Ababstein. Hi, ich bin Hi, ciao, du bist Schausteller, kann das sein? Denn du tust so, als würdest du gut, wer anders sein? Ich wär lieber taub bei so viel Padawans am Mike, doch nehm es mit euch allen auf in Asylantenheim. A, ich bin B, soffen C, ich muss detoxen. F, U, C, K, was geht? A, ich bin B, soffen C, ich muss detoxen, der Beat ist von SMOG, ja. Und unseren Sound, den gibt es auf Platte, doch wir sind zu Scherzen aufgelegt. Spaß, Rap braucht nur ein bisschen Ironie und Niki Lauders Mama redet mir aus meiner Seele. Alle Bosse mit viel Geld sind verkrampft, alle Major ohne Hirn sind verkrampft. Leute, die uns nicht mögen, sind verkrampft, alle Rapper dieser Welt sind verkrampft. Alle Bosse mit viel Geld sind verkrampft, alle Mädchen ohne Hirn sind verkrampft. Leute, die uns nicht mögen, sind verkrampft. Alle Rapper dieser Welt sind verkrampft. Wenn ich irgendwo mit zwei Radlern auftauche, bedeutet das nicht, dass ich fahre, sondern dass, wenn die anderen wollen, dass der Abend kurz und ruhig wird, ist das okay, aber ich wär bei allem dabei. Der Gutwein schmeckt rot, mit Ali Smoke und Nepomuk im Boot. Bei erotischen Toys stoppt mein Feature-Verbot. Du hast dir am Stimmband Krampfadern installiert. Tippe die Hoppe, die es wird smooth buchstabiert. A, du bist B, Ende C, was mit D sagen? Ich zeig auf den Beat, wenn mich Leute nach dem Weg fragen. A, du bist B, Ende C, was mit D sagen? Ich zeig, wenn ich Hunger hab, auf einen Kebab. Du bist nicht mein Bruder, nur weil du auf cool machst. Du kiffst am Computer, wird aus Frust und unbefriedigter Lust, weil der Loop hakt, ein zu stark verkopfter Ego-Shooter. Alle Bosse mit viel Geld sind verkrampft, alle Mädchen ohne Hirn sind verkrampft. Leute, die uns nicht mögen, sind verkrampft. Alle Rapper dieser Welt sind verkrampft. Alle Bosse mit viel Geld sind verkrampft. Alle Mädchen ohne Hirn sind verkrampft. Leute, die uns nicht mögen, sind verkrampft. Alle Rapper dieser Welt sind verkrampft. Alle Bosse mit viel Geld sind verkrampft. Alle Mädchen ohne Hirn sind verkrampft. Leute, die uns nicht mögen, sind verkrampft. Alle Rapper dieser Welt. Did I waver? Look at my behavior. This is how you do it. I did it with the
mic and my voice going through it. I did it with energy and always did it thorough. I did it for NY, I did it for my borough. I did it for the bill, I did it for the thrill. And when I did do it, you knew that it was real. I did it for Mike Tice, I did it for Spike Lee. A lot of cats did it, but not quite like me. This for the PJs, and I don't mean pajamas. I did it for the cred, not for the drama. This is for my mama, I did it all for you. This for my grandmoms, I did it for you too. I did it for Harlem World, I did it for Union Square. Did it for Latin Quarter, tell me if you were there. Did it while other cats claimed they was doing it. Truth of the matter is, they was trying to ruin it. Rapping for chicken wings, hot butter corn rice, Hennessy on ice. I did it for Sean Price, did it for Punchline. Words broke flickering, time to make a toast. Pass the liquor, man, I did it. Wir lassen den guten Ali Wells gleich noch zu uns kommen. Wir müssen so kurz über dich reden, weil wir haben ja gerade von dir gehört, einen Master Ace Remix. I did Stimmt, it. Ja. Zu diesem Remix-Album, was über Vinyl Digital rausgekommen ist. Liest sich ganz gut in der Vita, oder? Ja, voll. Ich meine, das war cool, dass sie mich damals gefragt haben. Und ich wusste sehr wenig über das Projekt. Ich hatte nur die Anfrage, ob ich dann Bock habe, einen Remix beizusteuern. Hab dann gesehen, dass ich den Track geremixed habe, den irgendwie alle gefühlt geremixed haben. Also der ist irgendwie auch 37 Mal auf diesem Album drauf. Ja, das stimmt. I did it ist echt oft geremixed worden, da hast du recht. Genau, da hätte man sich vielleicht auch nochmal ein bisschen besser absprechen können. Prinzipiell, aber ich meine, es sind coole Leute drauf. Das ist eine coole Scheibe geworden, ja. Mhm. Und ich meine, eh immer cool, wenn man eigene Sachen auf Vinyl hat. Ja, so. Das sowieso. Master Ace, gibt es da einen besonderen Bezug bei dir irgendwie? Leider gar nicht. Also gerade gar nicht, nee. Muss auch sagen, vor deiner Zeit wahrscheinlich einfach auch, ne? Genau, und ich bin, da werden mich jetzt alle haten für, aber ich, so diese ganze 90er Jahre USA-Schiene, das ist so voll an mir vorbeigegangen, weil ich da zu dem geht da gar nicht. Weil ich zu dem Zeitpunkt einfach auch noch ganz anders unterwegs war, musikalisch so, ne? Und ja, da gibt es immer viele, auch aus meinem Freundeskreis, ja, was, das kennst du nicht, das ist ja voll dieses Legendenalbum und so weiter, aber ja gut, ich meine, es ist ja alles immer... Haben die Freunde zwar recht, aber ich meine, wenn du es damals nicht gehört hast, dann ist es halt einfach so, weißt du, also, ja. Warte, ich schenke dir ein, das, ich meine, du, es ist ja auch immer sehr relativ, ne, klar. Ich kann mir das auch selber machen. Nee, das sieht gut aus, oder?
Ich meine, klar, es ist ja so, schlimmer wäre ja eher gewesen, sag ich mal, du kriegst eine Anfrage für einen Master Ace Remix und sagst sowas wie, wer ist Master Ace? Das wäre dann vielleicht eher tragisch, aber dass du jetzt. Aber das wäre ja auch in Zeiten von Google und YouTube, da müsste man sich schon sehr verweigern, wenn ja, man das nicht mal kurz googeln würde. Aber natürlich kannte ich Master Ace auch, der ist ja auch sehr, sehr oft in Leipzig gewesen. Ja. Genau, und dann ist das natürlich cool. So. Wobei es bestimmt auch Leute gab, für die das noch viel mehr wert war als für mich. Hm. Muss man ja sagen. Ja, sicher. So. Sind ja ein paar Produzenten drauf, die definitiv mit ihm groß geworden sind. Ich habe auch gar nicht mehr alle auf dem Schirm. Hier fliegt immer alles rum hier. Wen haben wir überhaupt hier drauf? Na klar, Bone 2 ist mit dabei. Ist ja auch total schwierig zu lesen hier. Illwill hatte einen abgeliefert. Clamalicious, Grüße auf jeden Fall. Philanthrop ist dabei. Q-Fingers ist mit dabei. Melodie-Sinfonie haben wir gerade übrigens auch einen Song gehört. Hatte ich euch die Platte reingehalten. Von Beats on Road Volume 2. Pre-Order gestartet. Unbedingt auschecken. Schönes Album. Melodie-Sinfonie so King. Aber das habt ihr in den letzten Sendungen, glaube ich, schon oft genug erzählt bekommen. Muss ja nicht alles wiederholen. Ja, also auch eine schöne Scheibe. Da habe ich jetzt gar nicht mehr geguckt, ob es das Remix-Album noch bei Windig gibt. Aber ich würde behaupten, man bekommt es noch. Darf ich habe zur Not auch noch ein paar. Ja, also falls ihr, genau, ihr könnt es auch gerne bei Smog abkaufen, einfach mal über Instagram anschreiben. King Smog heißt er da, K-Y-N-G. Nicht, dass ihr King eingibt und ihn nicht findet. King mit Y. Das ist nur ein Y-King. Wir müssen noch mal ganz kurz auf Nepomuk zu sprechen kommen, den Song, den wir gehört haben, Magnesium. Ich vermute ja mal, ihr seid beide definitiv einfach Fans von dem, was er macht. Also so Voll. Wie ich ja auch, definitiv. Ja. Wie kam es zustande, dass ihr mit ihm was gemacht habt? Warum, wieso, weshalb? Willst du anfangen? Also prinzipiell, weil er fresh ist und weil er nett ist. Wir verstehen uns sehr gut. Ja. Auf jeden, ja. Das trifft es eigentlich ganz gut, ja, weil er fresh und nett ist. Das ist einfach die perfekte Umschreibung für Voll. Die guten Nelson. Ja. Nee, ich glaube, es war prinzipiell einfach so, dass die Connection über Johnny schon da war. So, ne? Und dann haben wir an meinem Geburtstag vor einem Jahr, so war das, 2018 im Coney Island gespielt. Alle drei zusammen. Ach, ich erinnere mich, ihn, ja. Genau, da habe ich ihn. Da konnte ich nicht. Da warst, doch, du warst das da. War ja, ach Quatsch, da war ich da. Aber wo war denn da er? Ich habe ihn gar nicht mehr getroffen an dem Abend. Er war da. Doch, da haben ja. Wir, ja, klar, wir haben uns ja getroffen. Ja, wir haben das Plattenbild gemacht. Ja, aber wo war denn der gute Nepomuk? Weiß ich nicht, im Backstage. Oder ist er später? Ah, natürlich. Ja, sicher, der feine Herr hat im Backstage abgehangen. So wird es gewesen sein. Ich stand halt draußen hier mit denen. Beim Pöbel. Weißt du, so. Pöbel. Bei Pöbel, Ali Wales und Smog. Nee, genau, und so kam zumindest für mich persönlich die Connection dann zum ersten Mal kennengelernt. Mhm. Und wir haben uns also voll gut alle verstanden. Und dann war es eigentlich so. Wir waren noch mit Grasim. Wir waren ja bei Grasim vorher. Genau, stimmt. Und dann sind wir zusammen dahin mit ihm. Genau, wir haben uns irgendwie gegenseitig vom Bahnhof abgeholt, alle. Und dann haben wir da einen Auftritt gehabt. Und dann hatten wir so die Idee auch schon gehabt, dass wir zusammen Musik machen. Und ich hatte ihm dann ein paar Beats geschickt. Und das ist dann irgendwie auch immer wieder, hat sich das alles verzögert und so weiter. Und dann habe ich mit einem guten Freund von mir, Nihil Baxter, zusammen diesen Beat, der es jetzt geworden ist, nochmal gemacht. Das ist ein sehr guter Bassline-Spieler, also E-Bass. Und der hat dann quasi, ich habe die Drums gemacht, hat dann den Bass ausgepackt und da drüber gejammt. Und dann haben wir noch so ein paar absurde Synthes drüber spielen lassen. Und ich mag den Beat voll gern, weil er einfach so weird ist, wie er jetzt geworden ist. Und das passt auch voll, finde ich. So, ne? Also der passt mega zu Nepomuk auch, finde ich. Ja, klar. Ich habe den direkt darauf gehört. So. Voll. Und dann hat Johnny mir, ich habe den Beat Johnny geschickt und Johnny hat mir, glaube ich, gefühlte 37,5 Sekunden später eine Sprachnachricht zurückgeschickt, wo er drüber freestylt. Ja. Ja, der Freestyle ist es im Endeffekt geworden. So. Ah, okay. Das ich bin B, soffen C, ich muss detoxen, das war so eigentlich nur eine Sprachnachricht, die ich gefreestylt habe. Ich habe halt den Beat geschickt bekommen, war so, oh, krass, der taugt richtig. Ja. Und habe dann darauf ein bisschen gefreestylt und dann ihm so diese Sprachnachricht geschickt mit dem Freestyle. Und dann war so, ja, kann man eigentlich so nehmen, oder? Ja, vielleicht schreibe ich noch 2-4 Zeilen dahinter. Ein bisschen was dahinter, ja. Ja, und dann war ich in Leipzig, habe den nochmal aufgenommen. Genau, da haben wir uns noch eine Hook überlegt. Genau, ja. Was dann auch Magnesium hieß, mit alle sind verkrampft. Ja, genau. Dann haben wir es Nelson geschickt, der fand es auch gleich mega cool. Und dann, so kam die Kollabo zustande. Eingetütet. Voll. Das Ding, sehr schön. Ja, passt auf jeden Fall. Also du und Nelson, wollte ich schon sagen, Nepomuk, das passt auch einfach gut zusammen auf dem Track, muss man einfach sagen. Wir haben vorher für sein Album den Bier-Track gemacht. Genau. Der ist in diesem Film drin, ne?
Genau, ja. Genau, in diesem... Ja, eigentlich war auch geplant, dass ich da mich auch irgendwie filme, wie ich durch die Stadt gehe und was mache. Und dann der Squeed, wie ich bin, habe ich es irgendwie nicht hinbekommen. Und er hat es dann, irgendwann war dieses Album released und mit dem Video. Mhm. Und ich wusste gar nicht, was er gemacht hat jetzt. Und wie er das Problem gelöst hat. Okay. Und dann sehe ich das und wie ich dann so eingeblendet werde an der Scheibe und dann er so an der Telefonzelle das eintippt. Hat er gut gemacht, auf jeden Fall. Müsst ihr euch, falls ihr es noch nicht kennt, auch mal anschauen. Ich weiß gar nicht mehr, wie was genau betitelt bei YouTube. Nepomuk, der Film, glaube ich. Nepomuk, der Film einfach nur, ne? Ja, genau. Unbedingt mal anschauen. Das ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Voll geil. Also ja, wirklich super auch Idee. Eine mega coole Idee, einfach sich dabei zu filmen, wie man durch die Stadt läuft und irgendwie komische Situationen mit Menschen erlebt und derweil irgendwie seine Beats rappt so oder seine Tracks rappt. Ich fand's mega cool, doch. Ja, cooles definitiv. Ding geworden. Ja. Wenn ihr schon mal hier seid, müssen wir haben das vorhin erwähnt, natürlich mal so ein bisschen auf euch auch einzeln gucken, ein bisschen so den Werdegang. Wir haben jetzt schon viel erfahren, logischerweise, ne? Wo du auch groß geworden bist, wo du dann gewohnt hast, mit wem du schon gearbeitet hast. Aber wir können ja trotzdem mal zurückblicken, weil du hast ja auch wahnsinnig viele Releases draußen. Also klar, nicht immer unbedingt veröffentlicht, aber im Internet, wie gesagt, findet man vieles. Würde ich schon mal gerne drauf irgendwie zurückblicken. Dein Bruder war ja im Endeffekt schuld, ne? Dass du irgendwie so an Musik und Hip-Hop rangekommen bist am Ende, ne? Ja, schon. Und dann, was hat dich gepackt, dass du gesagt hast, ich muss das jetzt irgendwie selber machen, anstatt es mir nur anzuhören, was der Bruder mir da so empfiehlt oder mir mitgibt? Ich verstehe die Frage. Ach so, nee, einfach so, was dann so der Auslöser war, dass du wirklich gesagt hast, geil, ich will mich da mal selbst versuchen. Also, ach so, ja, naja, wir haben... wir haben eigentlich schon immer zusammen Mucke gemacht. So, okay. Der hat halt angefangen, Mucke zu machen, war 13 und ich war 11. Und dann haben wir, ich glaube, den Track gibt es sogar irgendwo noch auf MySpace. MySpace. Dieses MySpace. Rest cool in peace, MySpace. Alter. haben wir da unseren ersten, also ich meinen ersten Track aufgenommen und er hatte schon ein paar Solo-Tracks gemacht und dann ist das kurz ein bisschen runtergefahren. Als wir nach Bremen gezogen sind, hat es wieder richtig gestartet, weil ich dann von einem Kumpel ein Beat-Programm bekommen habe, angefangen habe, Beat zu schrauben, so halt mit 13 war das, glaube ich. Und dann haben wir aber auch eigentlich, also wir haben schon immer zusammengekommen, wir haben ja dieses Doobie-Brudies-Ding gemacht, das leider nur digital ist, aber da haben wir lange Mucke dran gemacht. Ich habe halt dann mit den Ding Diggers und Ajax, oder er ja auch, also wir haben eigentlich immer Crew-Tracks gemacht. Oder also hast du auch erst Beats gebaut und dann irgendwann mit Texten angefangen, oder? Nee, alles ziemlich gleichzeitig. Ziemlich gleichzeitig. Vorher habe ich so Texte auf Gitarre und so einen Scheiß gemacht und dann dachte ich so, ey, ich kann auch einfach Beats bauen. Ja. So, dass mit der Gitarre und den Texten Fahrt bei den Frauen nicht funktioniert, dann baue ich doch jetzt Beats. Wäre ich jetzt ein Rapper. Ja, dann werde ich jetzt ein Rapper. Dann wäre ich jetzt Clüso. Ja, genau, genau. Nee, ja, genau, also eigentlich schon immer ziemlich viel zusammen gemacht und dann nebenher so Solo-Tracks aufgenommen. Dann kam alles auf Mo. Das war das erste Solo-Tape von mir, glaube ich. Nicht mein erstes Solo-Tape. Ich habe noch 5, 6 Tapes auf einer Festplatte. So, ich habe auch eins noch auf Kassette und so, aber das sind so Sachen, die sind so alt, die kann ich, also wären witzig zu releasen, aber die behalte ich erstmal für mich. Das kommt dann noch, wenn der ganz große Durchbruch kommt, dann haust du die ganzen Sachen, die noch auf deiner Festplatte liegen, noch schön raus und holst die extra Kohle. Das kommt dann zu deinem 80. Geburtstag, kommt dann einmal die komplette Diskografie auf 230 Schallplatten. Ja, ich habe tatsächlich, ich habe einen Kumpel, der backupt immer alles, was ich mache, so. Und der meinte mal irgendwann, hey, hier 1000 Track Jotti und so. Und ich habe wohl schon 1000 Tracks gemacht. Oh. So, ja. Und weiß nicht, wie viel ich veröffentlicht habe, aber 1000 waren es auf jeden Fall. 1000 waren es nicht. Definitiv nicht. Nee, das genau, waren keine 1000. Genau, also es gibt noch ziemlich viele Lost Tracks, vielleicht droppe ich die mal. Und so dieses Doobie-Brudies-Ding gemacht. Ich habe auch mit eben nochmal neuere Tracks gemacht, die sind noch nicht draußen. Wir haben überlegt, Doobie-Brudies 2 zu machen. Mhm. Halt immer viel zu viele Projekte gleichzeitig und dann muss man allem hinterherkommen. Ja, klar. Und ist ja gut, Ding will Weile haben. Ne? So. Hast du, wenn du gesagt hast, Gitarre gespielt, hast du sonst noch Instrumente irgendwie gelernt oder einfach nur so ein bisschen auf der Gitarre rumgeschrammelt? Nee, Gitarre habe ich richtig gelernt, das spiele ich jetzt seit, also so kleiner Knirps, so, also schon richtig lange. Und halt Schlagzeug habe ich auch noch gespielt. Und dann wegen Gitarre habe ich irgendwie auch Bock auf Bass gehabt und auch ein bisschen Bass gezockt. Ja, perfekt. Und das mit den Keys habe ich nie gelernt, also erst mit dem Beat bauen. Mhm. So eher nach Gehör. Ich kann keine Noten oder so. Ja, ja, aber dann ist ja schon ordentlich musikalische Vorbildung vorhanden, so, ne?
Ja, schon. Obwohl ich jetzt zum Beispiel immer finde, so ein bisschen. Ich finde ja, ich bin auch Schlagzeuger, auch so richtig gelernt, habe jahrelang Ewigkeiten Unterricht gehabt und alles und Bands gehabt und hin und her. Ich fand diesen Übergang bei mir total schwierig, Beats zu bauen. Ja. Weil du ja komplett anders eigentlich denken musst. Weil als Schlagzeuger, also war es bei mir immer, weil ich konnte Noten spielen, konntest mir auch hinlegen, was du wolltest. So, ist ja dann eine sehr komplizierte Geschichte, aber bei Beatbauen geht es ja nicht darum, kompliziert zu sein, sondern eigentlich eher straight. Ja. Und da habe ich mich. Stilrichtung, keine Ahnung. Ich habe ja auch Schlagzeugunterricht gehabt und ich habe auch in einer Punkband gespielt und so, irgendwie im Carport und so, richtig rare alles. Und als ich Beats angefangen habe zu bauen, da habe ich auch also ganz viele Sounds reingehauen, bis ich irgendwann so, ich war halt immer voll Fan von 1-2 und so Leuten und das, und hab dann gemerkt, so weniger ist mehr irgendwie und dann einfach nur genau eine Kick, eine Snare und mehr passiert nicht so. Und, genau, aber das meine ich. Check ich als Drummer, wenn man aus einer, also wenn man richtig Schlagzeug spielt, dass man da so richtig viel reinkloppt. Ja, man will am liebsten alles rein und und das hat bei mir auch echt gedauert, bis ich dann irgendwann gerafft habe, stopp mal, es muss minimalistisch sein, damit es überhaupt ein cooler Beat am Ende ist. Ne? Genau, ja. Ja, jetzt genauso ging es mir auch. Also muss nicht minimalistisch sein, das ist auch voll geil, wenn, kannst wenn natürlich auch 1000 Drums hast. Das ist halt der hast. Punkt, so, ne? Es kommt, glaube ich, auch einfach wirklich auf den Kontext an. So, ne? Also das musste ich auch lernen, dass du bestimmte Frequenzen frei hältst, für, wenn da noch drüber gerappt werden soll. Aber ich meine, wenn man sich so Dexter The Trip oder irgendwelche Flying Lotus oder Kareem Riddin Sachen anschaut, das ist halt voll gepackt bis oben hin teilweise und ist trotzdem ultra geil. Also es kommt, glaube ich, also kommt auf deine Beat-Definition an, welchen Begriff du hast. Und was du halt mit dem Beat vorhast, ne? Ja, voll. Wenn du drüber rappen willst, dann ist halt simpel besser, also einfacher. Auf jeden Fall, man muss ja noch ein bisschen Raum lassen. Welche Leidenschaft gibt es denn oder Interesse neben der Musik, die dich noch voll einnimmt? Obwohl es fast gar nichts mehr geben kann, so viel Mucke, wie du machst. Meine Frau. Geile Antwort. Nicht schlecht. Ding ist, da hast du jetzt aber gerade dir, glaube ich, eine Menge Respekt. Das finde ich richtig gut. Dann, wenn wir schon bei so einem Highlight sind, erstes gekauftes Hip-Hop-Album? 50 Cent, The Massacre. Habe ich damals auf CD bekommen. Und das war krass, das war Kindergeburtstag. Ich habe im Vorgarten... Also meine Ma wusste nicht, was sie mir da geschenkt hat, glaube ich. Okay. Saßen da mit so ein paar Kiddies halt so im Vorgarten und dann schön auf Anschlag. Und das Intro sind ja nur so kreischende Frauen und Kinder und diese Gunshots, Alter. Ja, The Massacre. Ich bin auch übelster 50 Cent Fan, immer noch. Ich finde den richtig gut, ist kein Scheiß. Also der ist also, krasse Hooks. Auf jeden Fall. Und also er hat melodisch einfach ziemlich gut. Und halt auch G. So. Ja, ist auch wichtig ein bisschen. Und extrem wiedererkennbar. Ne? Also ich meine, wenn der halt irgendwo reinrappt, dann weißt du halt, wer es ist. Ne? Ja. So, und dann hat er ja nur eine Zeit lang echt gut Beatpicking betrieben. Also ich meine, da war schon ein paar Kracher drauf. Und außerdem war er ein Rapper, der im Radio hoch und runter lief und trotzdem teilweise richtig gute Songs hatte. Das musst du auch erstmal hinkriegen. Ne? Genau, ja. Also ich höre die heute immer noch gerne so. Ja. Ne? Ja. Vielleicht ist das auch so ein Nostalgie-Banger so für mich, aber ich glaube, das ist schon gar nicht so schlecht, was der macht. Ja. Wir werden ja gleich auch, und das passt ganz gut dazu, wir werden ja noch über eure mitgebrachten Scheiben sprechen. Es sind auch so ein paar Liebste, die ihr mitgebracht habt. Die allerliebsten geht nicht, weil wie soll man 3 liebste Platten mitbringen? Das ist nicht machbar. Ja. Erste gekaufte Hip-Hop-Platte? Jetzt bin ich gespannt. Boah. Ich glaube, kannst du das toppen? Nee, die Geschichte ich kann mich tatsächlich auch nicht erinnern. So ehrlich muss ich sein. Ich bin, ich habe jetzt nicht so diese eine Platte, die ich mir endlich gekauft habe. Ich weiß, dass ich irgendwann mal die Sammy Deluxe LP bekommen habe, so gebrannt noch von einem Freund. Dann habe ich die in den Discman meiner Mama gepackt und auf der Autofahrt in die Bretagne irgendwie 800 Mal gehört. Die kann ich nur Sammy Deluxe. Genau, voll, so wie das halt damals war. Ich habe nur eine CD. Genau. Und kann ich, glaube ich, auch immer noch komplett auswendig. So. Oh. Aber genau. Welche also das? War das die mit diesem S drauf? Die mit diesem Motoren-S, genau. Das ist diesen braunen Cover. Ja, voll. Ja, genau, braun. Also das ist so eine der Platten, an die ich mich erinnere, aber... Gutes Album. Ich meine, ich habe viel früher auch einfach ganz anderes Zeug gehört, so Toxicity, System of a Down, dies, das, so, ne, irgendwelche Punk-Sachen. System of a Down, Alter. Ja, voll, habe ich. Also sowas eher oder viel auch so in die elektronische Richtung. So Hip-Hop kam echt erst spät bei mir. Wie gesagt, ist ja auch nicht tragisch. Nö. Nö, ja, auch strange, tragisch. Und dafür machst du es jetzt umso besser. Hast noch einen guten Kompagnon dir dazu geholt? Was willst du mehr, ey? Ich hab dir hier macht's Knowledge. Gut. Komm einfach zu mir. Ah, sehr gut. Ich höre auch ganz viel andere Mucke. Aber
Ja, das muss auch sein. Das wird ja immer gerne mal vergessen. Also wer sich nur so in diesem Hip-Hop-Dunstkreis aufhält und wirklich nur Hip-Hop hört, der tut sich eigentlich keinen Gefallen. Voll, damit. Voll. Ich könnte dir nicht mehr zustimmen. Also ich, das ist sowas Wichtiges. Ich höre, glaube ich, super wenig Hip-Hop tatsächlich. So aus dem Freundeskreis, um einfach abzuchecken, was da geht so. Mhm. Oder so ein, zwei, drei, vier Künstler, die man wirklich feiert. Die man feiert, automatisch genau, feiert. Ja, oder Künstlerinnen, ja. Gibt es auch viele. Ja. Aber ganz viel höre ich zurzeit auch so 80s-Zeug und so. Da habe ich nachher auch noch ein paar Platten dabei. Ah, okay. Ja, wir können doch eigentlich auch mal, wollen wir mit dir sonst jetzt mal anfangen, Ali? Das war mit den Platten? Ja, ja. Ist immer geil. Ich sage immer Ali, Johnny natürlich, aber Ali Wales wegen, es ist immer so, man immer dieses Künstler, richtiger Name-Ding, das ist immer ein bisschen schwierig in so einem Interview. Ja, oh, hier, Represent, ey. Ja, Aldi Wales. Aldi Wales. Aldi Wales. Ihr direkt mal, wenn ihr zuschauen solltet, liebe Aldi, das hier sind deine Vorstände, Geschäftsführer, was auch immer. Genau. Ihr dürft auch gerne sponsern. Ja, ich, genau. Hast du drei Stück dabei? Ja. Drei Stück habe ich. Ich habe mich ein bisschen schwer getan, weil ich wenig Hip-Hop-Platten habe. Geht mir, glaube ich, so wie ihm. Ich habe 1080s Disco-Platten und ich habe eine Platte von Timber Timbre, die ich gerne mitgebracht hätte. Hm. Aber dass jetzt Hip-Hop ist, habe ich als allererstes Mal, weil das ganz wichtig ist und die ganz neu auf dem Markt ist. Ey. Sehr gut. Guck mal, jetzt mache ich sogar noch so, damit sie nicht spiegelt, weil ich habe sie hier nämlich auch schon stehen, weil wir hören nachher noch rein. Ich habe sie hier ausgepackt, dann ist das nämlich noch besser. Du kriegst sie aber gleich wieder. Ja, du darfst gerne einige Worte dazu verlieren. Ich habe dazu schon so viel in meinen Sendungen gesagt, ich darf eigentlich gar nicht mehr. Ja, Friedemans, seine erste Platte, Indios F. Ich habe zwei Features drauf. Doughty hat auch eins. Master Niggle auch. Der gute Bre, die Uniboys, Alter. Und ja, keine Ahnung. Glückwunsch. Ich habe sie mir direkt abgegriffen, das Shirt auch. Und wir haben letzte Woche war das, Release Party gemacht zu dem. Waren in der Fabrik bei mir im Viertel, Gängeviertel. Und Snare hat ein Beatset gespielt. Ach, schön. Tom Hanks hat auch noch einen gespittet. Und ich habe auch noch quasi Vorgruppe gemacht für Linus. Und er hat dann am Ende seine Tracks da präsentiert. Klingt nach einem war guten Abend. War eine gute Party, ey. Ja, auf jeden Fall. Und dann hat noch Sven aufgelegt, Haus, so, war noch so zum Ausklang Haus. Genau. Ja, Mann, Friedemans. Ja, besorgt es euch. Ich habe es ja auch schon ein paar Mal gesagt, es ist echt ein richtig cooles Album geworden. Und Cover ist auch top, ist von Mia, die kann man auch auschecken. Ja, Mia. Mia heißt sie, ja. Das ist wirklich ein gutes Cover. Irgendjemand hat noch letztens geschrieben, das Cover könnte auch von Frau Räther sein, von Ecke Prenz. Hm. Weil der ja auch so von der Art her manchmal Sachen macht. Ist er aber nicht. Ja, Illu, schwarz-weiß. So. Kontemporäre Style, ne? Also ja, ja. Genau, was können wir noch dazu sagen? Klar, Classic der Dick ist auch noch drauf. Ach jo, genau. So, den, genau. Mhm. Der Song lief hier auch schon ein paar Mal. Plus mal das Ganze gemastert. Ja. Raw Suppliers. Und auf der B-Seite die Instrumentals oder im Package mit dem T-Shirt besorgen. Und hier, Smurf hat auch ein Beat drauf, auf jeden Fall. Den kann man auch erwähnen. Das ist auch ein sehr guter Beatbauer. Ja, genau, genau. Wollen wir es kommen? Da kommen wir was spricht komplett. Man denn dann erwähnen wir jetzt alle, weil. Smurf oder Smurf aus? Smurf. Also, Smurf oder. Smurf. Wir sagen einfach Smurf. Made in M ist natürlich noch dabei. Waterworld. Auch. Und jetzt haben wir sie, glaube ich, alle erwähnt. Ja. Haben wir sie. Ich bin auch noch drauf. Du bist auch drauf. Er hat das Intro gemacht. Stimmt, du bist ja noch beim Intro. Genau, richtig. Ja, absolut. Ja, auf jeden Fall nur zu empfehlen. Mhm. Das ist gerade brandneu und das heißeste auf dem Markt. Ja, Lo-Fi Hip-Hop in deinem Mund. Wenn jetzt die Auflage nicht ausverkauft ist, in 5 Minuten, nachdem ihr das seht, dann weiß ich es auch nicht mehr. Dann. Dann habe ich von den Ostblock-Kobras was mitgebracht. Den Ostblock-Kobras. Genau, also Leipzig. Und hier, er hat das Shirt an. Geil. OBC. Milch ist dem Begriff. Ja. Der hat ja ein paar Beats für mich gebaut. Ja. Petrus Patier, da ist das Video, was ich gemacht habe. Hat er einen drauf und da sind noch andere Leute drauf. Hier Egon kennt man vielleicht. Mhm. Egon ist ein Beatproduzent. Sind aber auch Haussachen drauf. Osinski, genau. Und Eddie Knight. Genau. Was ist da hier? Das ist halt so Ostblock Kobras, eine Gang. Swifty. Und. Die machen von House bis Hip-Hop so. Und richtig, richtig gute Leute auch. Ja, saugut. Ich habe das, das Logo habe ich auch letztens irgendwo auch wahrgenommen. Ich weiß aber nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Vielleicht auf meinem T-Shirt. Nee, das muss davor schon, weil ich habe schon vorhin, wie ich dein T-Shirt gesehen habe, ich irgendwie überlegt, stopp mal, das habe ich doch letztens noch gesehen. Er hat halt auch mega Wiedererkennungswert, so, ne? Ja. Das ist auch ein geiles Logo einfach. Ja. Ja, gute Jungs, als ich noch in Leipzig gewohnt habe, sehr gerne mit denen abgechillt. Mhm. Und, ja, also die haben auch schon mehrere Platten gemacht. So, ich habe, glaube ich,
noch zwei andere. Okay. Wir schicken uns immer so Platten hin und her. So. Ja, Mann. Schön. Guter Sound. Also halt alles Instrumente. So, mhm. Sind alles Beat-Produzenten. Aus dem Osten. Aus dem Juden Osten. Yes. Hier bei uns. Sehr schön. Genau. Und weil ich nicht so viel Hip-Hop-Platten habe. Hast du aber noch eine mitgebracht? Habe ich noch eine aus meinem Freundeskreis. Die wir vorhin schon mal kurz erwähnt haben. Meine ja. beiden Brudis. Ja, natürlich. Ja. Das muss sein. Auch mit, hier wurde signiert sogar von meinem Brudi. Oh, hinten drauf. Hinten? Doubt Boy. Yeah. Yeah. Das muss sein. Und da habe ich auch einen Track drauf. Ich mache im Intro-Track, mache ich 4 Lines. Der beste Track, den ich je aufgenommen habe. Ihr seid so peinlich. Ja, auch alles Familie, ne? Ja. Die Jungs, die da so drauf sind. Ein bisschen, oh, ich behandle die Platten echt nicht gut. Ja, genau, Family drauf. J-Pop hat einen Song drauf. Skinny Black Boy. Ich und das Cover ist er und hier produziert ganz viel von Florida Juicy. Mhm. Und das Cover ist von DVB Online. Sollte man auch rauschecken. Yo. Richtig geiler Magga. Mhm. Macht total anders, total eigen, total geil, finde ich. Mhm. Ja. Sehr schön. Dann hören wir uns jetzt Mucke an und dann bist du dran. Mit deinem Vinyl. Jetzt haben wir ja auch schon so Was oft über ihn gesprochen. Wir haben ja die Platte auch schon mal reingehalten. Wir hören jetzt auch mal hier rein. Ja, oh, das muss ja auch sein. Was ist dein Lieblingstrack davon? Oh, Lieblingstrack habe ich nicht. Hast du nicht? Alle? Nee. Alle. Hab ich, Lieblingstrack habe ich nicht. Ich finde das ganze Ding gut. Also ich habe das ja auch damals in meinen Radiosendungen, wie ich noch die beiden Sendungen hatte, auch echt richtig viel gespielt. Hätte ich damals schon deine E-Mail-Adresse gehabt, hättest du das auch gesehen, weil ich verschicke ja immer eiskalt Playlisten. Ja? Ah, ja. Dann sieht man das immer, nee, Lieblingstrack, nö. Ich frage immer, was ist der Track, der dir am wenigsten gefällt? Das finde ich die viel interessantere Frage. Oh, dann sage ich automatisch Intro und Outro. Ja, oder das wow. nicht stimmt. Ja, genau, wow. Das wusste ich jetzt. Der Giraffenskit? Ja. Oder was ist das? Ja. Nee, habe ich wirklich nicht. Ist ein schönes Ding. Und das Gute ist ja, wie gesagt, wir haben es ja schon erwähnt, wir hören übrigens Cannabis-Business. Ah, jo. Den hätte Schön ich jetzt mal. Hier mit Space Window. Ja, mit Space Window am Beat, mit dem guten Fubu zusammen, der ja bei euch auch auf dem Album ist. Haben wir aber, glaube ich, vorhin schon erwähnt. Genau, ne? Ja. Aber das hören wir uns mal an. Wollen wir nochmal raus, weil es wird ja doch langsam warm hier drin. Ja, mega heiß. Also seid uns nicht böse, wenn nicht so viel heute zwischen den Songs passiert. Die spanische Temperaturen hier, ist ja unheimlich. Es ist schon wirklich warm hier, ne? Weil wir filmen ja eigentlich auf Ibiza. Ja, kann man ja mal verraten. Das ist gar nicht Halle an der Saale. So, wir hören uns den Song an. Ibiza an der Saale. Die Kunstschule sagte, kommen Sie auf den Punkt. Ich sag, Kunst ging auf den Strich und nimm kein Blatt mehr vor den Mund. Es ist schade, wenn ein Traum zerplatzt, man davon ein Trauma hat. Auch hungert ruhig der Zukunft nach, ich hab sogar ausgesagt. Ich mein, mich macht sogar ausgesagt. Und selbst wenn Hip-Hop stirbt, wird er im Internet für immer online bleiben. Schon okay. Logitech, Lo-Fi, ich bin so clean wie meine Soundqualität. Aha, bau eins ins Paint, Mama kiffen macht mir Spaß. Das Ketter, ja, wohl klar, über die Sache wächst noch Gras. I don't care, put your hands up in die Erde, nicht schieße. My Dopeness ist noch fresher als Brise, Mutter gefickt ein Nuller langer. Nur weil du nen Pullermann hast, hast du nicht die Eier, mich zu betteln. Ruf mich vor der Arbeit an, ich hab keine Arbeit, Mann. Doch bettel dich in Adiletten. Das Biss ist voll Cannabis, Kenner ist ein Anna. Mehr Rauch im Hals als Darth Vader, ich bin dein Vater. I love it when you call me Big Papa. Der Papa, der euer aller Ali Walla Alhamdulillah. Das Biss ist voll Cannabis, keiner ist ein Anna. Mehr Rauch im Hals als Darth Vader, ich bin dein Vater. I love it when you call me Big Papa. Euer aller Eugen, Schaboy, Schamana. Verwechselt, fang mich mit Futterneid. Zieh den Verstand aus dem Mutterleib. Verlink ein Sandkorn im großen Kreis. Denk dass du weißt, doch dein Wissen ist beschränkt auf den Zeitgeist, Lifestyle, Hype und Modetrends. Was du willst, ist die Frage, dass du willst, ist Gesetz. Von Natur aus gechillt, schieb ich Filme auf den Text. Komm vorbei, komm korrekt, via Zack im Connect. Du willst Flow, doch im Endeffekt das Mikro-Defekt. Wieso Miso, mit Flavor aus dem Osten gesegnet durch brechgeschlossene Stäbe von meinem rostigen Käfig auf ewig. Leb ich eh nicht, deswegen läuft es meist ähnlich. Geh mir auf den Geist und ich vergess meine Ethik. Du smartes Teelicht, lass mich dein Benzinkanister sein. Too many MCs, not enough mics. Not enough Sensi, too many highs. Das Biss ist voll Cannabis, Kenner ist ein Anna. Mehr Rauch im Hals als Darth Vader, ich bin dein Vater. I love it when you call me Big Papa. Der Baba, der euer aller Ali Walla Alhamdulillah. Das Biss ist voll Cannabis, keiner ist ein Anna. Mehr Rauch im Hals als Darth Vader, ich bin dein Vater. I love it when you call me Big Papa. Euer aller Eugen, Schaboy, Schamana.
frage mich, was ist mit Riester? Rennt in meiner Karriere und liest das. Aber das Spießertum war nie was. Träume von Mastercards und Visas, doch im Kopf in den Krieg starrt. Ja, denn die Platte macht schlechten Empfang. Weddinger Nächte sind lang und Fiends zecken sich an. Rauchen Blech in der Bahn. Ja, scheiß auf extravagant. Juppies, come on. Aber halt in dem Schrecken nicht starren. Voila, sie stehen Schlange für ihr Methadon. Zwischen dem nächsten Schuss und der Schmerz vor Hunger vergeht dann schon. Zwischen Depression und sich einfach den Strick nehmen. Zwischen sick leben und dem Leben ins Gesicht sehen. Er ist guter Junge, aber Kopf gefickt. Kein Schock in Sicht, bis der Teufel ist persönlich meine Knochen bricht. Er ist guter Junge, aber Kopf gefickt. Kein Stopp in Sicht, bis der Teufel. I light a blunt, cause never will a struggle have. Verdammt, die Scheiße gab mich Street Strut. Kehle trocken, so wie Zwieback. Keep up auch, wenn der Dschungel mich piesackt. Zieh ab, nimm das Cash, swing ab wie Bieber. Bau in der City, so wie Ziegert. Junks drehen durch, wegen 1 Gramm Schniefkram. Besen im Kreis, Mann, fernab von Vital. Vorbestimmtes Schicksal, bizarr. Bis die Folie verglüht, Tränen löschen wie ein Rinnsal. Nicht, dass es mich toucht, doch der Moloch ist die Stadt. Pass auf, sonst gehst du drauf oder du machst einen Satz. What the fuck? Guck nur, dass es passt. Heads up, Obacht, oder du landest im Knaster. Er ist guter Junge, aber inkonsequent. Sieht die Welt um sich herum, aber pisst sich ins Hemd. Er ist guter Junge, aber inkonsequent. Quält sich durch die Existenz, bis er am Ende verbrennt. Ha, und du machst auf Superman wie Clark Kent. Deine Gang sind nur 8, U8. Chore Junkies mit Tatgeld. Ach, und funky as fuck. Ich dagegen auf dem Weg nach oben wie Dampf in der Nacht. Tanze im Schacht, Salzer, Walzer oder meinetwegen Foxtrot. Feier das feine Leben, die Welt weitestgehend Popschrott. Riggedy Rock'n'Roll, yippee-yay, Motherfucker, haben die Nase voll. Und deine Masche war schon vor Jahren neu. Was denn? Ah, zu dem, er ist guter Junge, aber Kopf kaputt. Ha, verzeih die ehrliche Zunge, was das bedeutet. Wen meinst du, sollte ich verleugnen? Die Geister, die ich rief, zählen heute zu meinen Freunden. Jetzt raus, da muss ich erstmal einen Schluck Wasser nehmen. So warm hier drin. Dennis Real, Diggy McDirt, Leatherman Grooves, unbedingt auschecken. Ihr habt ihn erkannt, Arzt der MSK ist mit dabei gewesen. Ihr kennt die Jungs? Die Geister, klar, die ich rief, zählen jetzt zu meinen Freunden. Finde ich eine geile Line. Ja. Absolut. Zweite Gin. Ja. wir kennen uns jetzt ja auch schon eine Zeit lang. Ne? Ich habe jetzt nochmal überlegt im Vorfeld auf das Interview. Wir sind ja mal gemeinsam zum Venue lange Digital Sommerfest gefahren. Eine lange Strecke von Halle-Leipzig Richtung Mörschbach heißt der Ort, ja. Und da kann man empfehlen, ich habe es mir extra aufgeschrieben, 28. Juli machten die Jungs wieder ihr Sommerfest Venue Digital. Einfach mal vorbeischauen, auch wenn es am nicht böse gemeint, am Arsch der Welt ist, aber da kann man schon mal hinfahren, da gibt es viele Auftritte, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Künstler auftreten, 10, 11, 12 sind das ja immer am Ende irgendwie locker, ne? So mit allen Beatsets und allen Pipapo. Es gibt Kaltgetränke, man kann im Lager rumstöbern, man kann Platten kaufen, wie auch immer. Nur mal so für das, falls ihr noch was vorhabt. Habe ich es bei dir richtig auf dem Schirm, dass du 2 Alben und 2 EPs draußen hast oder ist mir was durchgeflutscht? Nee, müsste stimmen. Müsste ich jetzt aber auch nochmal nachschauen. Also 2 Alben stimmt auf jeden Fall. 2 Instrumentalalben, die auf Platte kamen. Und es sind, glaube ich, 2 EPs noch. Und wenn man jetzt ganz genau ist, dann noch quasi die Instrumentale zu dem Album gibt es ja auch noch. Kommt jetzt noch. Rein digital, kommt jetzt in einer, ich weiß nicht, wann das rauskommt. Nee, genau, wir können es anders sagen, kommt irgendwie Ende Juni halt mal einfach fest, weil die Sendung was läuft. Was ist heute für ein Datum? Na, heute ist, wenn wir aufzeichnen, der 20.06. und ausgestrahlt wird die Sendung ab 26.06. Okay, und dann kommt es einen Tag später, also am 27. Also wenn ihr es am Ausstrahlungstag morgen guckt. Morgen. Morgen. Oder ist schon raus. Oder vor einem Jahr, je nachdem wann die halt ist so, die ist Sendung so gucken, ne? Die alte Leier. Genau, also das wäre dann quasi auch noch da reinzuzählen. Aber 2 Vinylplatten. Genau, auch für Vinyl Digital hast du ja beide rausgehauen. Über Vinyl Digital. Oder über Vinyl Digital, ja. So ist es richtig. Genau, also das erste war diese Expedition-Reihe. Da habe ich Nummer 3 gemacht, beziehungsweise Nummer 4. Da gab es kleine Missverständnisse mit dem Label. Und auf dem Badge in der Mitte steht, glaube ich, 3 und draußen steht 4 oder irgendwie so.
Wer waren denn dann drei? Oder, drei war B-Side. Ach, okay. Und, hab ich gerne ich war vier, und aber bei mir steht drei und ich weiß nicht, ob bei B-Side vier steht. Also da gab es ein paar Missverständnisse seitens des Labels. Aber genau, das war die erste Platte. Mhm. Die war 2015 und dann 2018 eben Fragile Aesthetics, die zweite. Genau, über die wir vorher schon mal kurz gesprochen haben, die ich übrigens auch besitze und nicht mehr finde. Richtig ärgerlich. Ich werde dann nachher, wenn ihr weg seid, einfach nochmal meinen gesamten Abend damit verbringen, diese eine Scheibe hier zu finden. Also richtig ätzend. Sonst sagst du Bescheid, kriegst du nochmal eine. Welche ist das genau? Das ist also orangene, das zweite Album von mir. Genau. Die ich auch habe. Genau. Die Ästhetik. Ja, Fragile Aesthetics. Ja, und die finde ich nicht mehr. Die gab es ja in schwarz und in einem wunderbaren Blau, passend auch zum Cover. Und ich habe auch die blaue, aber ich finde es ja nicht mehr. Vor allem, weil wir ja noch damals von dem Konzert, wo ihr vorhin erzählt habt, in Leipzig. Ein Foto da gemacht haben, mit einem schönen Schriftzug noch hinter uns. Also das Foto war für eine Verlosung, das weiß ich noch. Ja, aber ich habe die nicht verlost, niemals. Weil erstens habe ich das Album zu sehr gefeiert, um die zu verlosen. Und ich weiß hundertprozentig, dass ich den Gewinner damals an Vinyl Digital geschickt habe und gesagt habe, schick dem bitte mal das Album zu. Okay. Genau. Und das Album bekommt man übrigens als schwarze Vinyl, bekommt man sogar noch. Ist noch da? Ist noch da und ich rate euch, legt es euch zu. Das ist nämlich auch richtig stark. Ja, danke schön. Ja, gerne. Aber wusstest du ja schon, brauche ich dir nicht schon wieder erzählen, ne? Ist ja nichts Neues, was ich dir da erzähle. Wie fing das bei dir denn an, musiziertechnisch? Hast du auch wie Ali Wells erstmal auf irgendwelche Instrumenten rumgehackt oder hast du direkt mit Beatmaschinen angefangen? Das war bei mir... Also angefangen mit Musik, ich habe Klavierunterricht gehabt und Gitarrenunterricht und so weiter. Ich komme aus einer, haben die Eltern darauf bestanden? Meine Mutter ist sehr musikalisch, ja. Die hat so Opernsinger-mäßig ist die ziemlich am Start und hat sehr, sehr viel gesungen, immer auch. Und dementsprechend Klavier- und Gitarrenunterricht gehabt dann. Und dann, wie das halt so ist, man wird irgendwie älter, kommt in die Pubertät und hat andere Interessen, als jetzt irgendwie mega cool Klavier zu spielen. Mein Bruder ist da viel besser als ich. Lunis, kann man auch mal anhören, macht auch Musik, rappt auch. Der hat das durchgezogen so und der spielt jetzt richtig gut Klavier. Und ich stehe immer dahinter und denke mir, fuck, hätte ich auch mal so mäßig. Aber hättest du heute andere Möglichkeiten nochmal genau, als Produzent? Genau, so ein paar Chords und so sind, also die Grundsachen kriege ich schon noch hin. Noten lesen kann ich auch und auf der Gitarre ein bisschen was spielen kriege ich auch noch hin. Genau, und sonst mit Beat machen hat es angefangen 2000, boah, das weiß ich nicht mehr, Alter. 14, 13, irgendwie sowas. Da habe ich mir nämlich beim Klettern das Sprunggelenk gebrochen. Und das war eine mega üble Scheiße, weil das irgendwie nicht verheilt ist. Und ich war in Summe dann 6 Monate auf Krücken. Das war richtig asozial. Und da habe ich mir dann irgendwann gedacht, so, ich brauche jetzt irgendwas. Und habe mich dann so ein bisschen dran zurückerinnert und mir mal das erste MIDI-Keyboard wieder zugelegt. Okay. Genau. Was war denn dann die erste Maschine, mit der du richtig Beats geschraubt hast? Maschine... Meinst du so MPC-mäßig oder? Ja, oder? Nee, das war über den Rechner gleich. Auch über Rechner. Aber verschiedene MIDI-Instrumente und dann, wie es halt immer so ist, sobald man sich das nächste leisten kann, kommt der nächste Synthesizer, Mikrofon, dies, das. Ja, ja, ja. Genau. Und so hat sich das dann entwickelt. Du bist aus München nach Leipzig, komm mal vorhin schon mal kurz erwähnt. Nicht ganz. Ich war zwischenzeitlich noch in der fränkischen Schweiz, in der Nähe von Nürnberg. Ach, 4 Jahre lang. Ach, auch noch? Ja. Okay. Was hast du da getrieben? Da habe ich erst Zivildienst gemacht und dann eine Schreinerausbildung. Ah, okay. Alles klar. Kannst du ja eigentlich selber Maschinen bauen in Zukunft. Ja, Möbel. Also der Tisch, an dem ich produziere. Ich baue schon Bretter. Er baut schon Bretter, ja, sehr geil. Nee, genau. Mein Tisch, an dem ich produziere, an dem alles draufsteht, das ist mein Gesellenstück. Das war sehr natürlich geil. Sehr praktisch, ja. Das ist natürlich praktisch, auf jeden Fall. Da hat man natürlich eine ganz. Der kommt ja noch nie weg, das ist der Vorteil, ne? So. Ist so. Ja, da wird nichts der mehr ist auch so schwer. Der den schleppt keiner mehr raus, auf jeden Fall. Das ist geil. Fühlst du dich denn in Leipzig so Hip-Hop-mäßig super aufgehoben, im Gegensatz vielleicht zu den anderen Orten? Ich meine, jetzt Nürnberg habe ich so gerade gar nicht auf dem Schirm, was da geht, so richtig. Kuchenmann. Ein paar Leute kenne ich. Kuchenmann. Ja, Kuchenmann, ja. Nürnberg. Und die Leute um Kuchenmann, aber da hört es bei mir auch auf. Wie heißt genau diese Veranstaltungsreihe? Lass Weng Flown oder so, ne? Ja, die war nicht, das war jetzt ja wieder. In der Desi ist das, glaube ich, immer. Genau, Last Wing Flown mit Postpartum war das jetzt erst, genau. Dieses Sommer-Ding. Dann Smooth oder wie, ah, ja, genau. Der kommt auch aus Nürnberg. Ja. Siehst du, das den wusste ich nicht. Habe ich auch ein, zwei Mal getroffen. Und ansonsten der, wie hieß Vertiqua, so ein... Jo, der kommt auch aus Nürnberg. Ja, voll. Ja, stimmt, der hat auch vorher für Kuchenmann die Beats gebaut. Genau, voll. Aber also da gibt es ein paar Leute, ich war da aber auch nie in der Szene drin. So, ich kenne die von einmal sehen alle und das war's.
Und genau, viel mehr dann die Bass München und Leipzig eben. Und ja, München halt im Freundeskreis aufgewachsen. Das sind jetzt so diese ATP-Leute. Ah, okay. Genau, die, ATP. Das sind alles Homies. Und auch auschecken. Ja, mega gute Leute. Und eben so das Bumklack-Umfeld, dieses Label gibt es ja, Bumklack. Genau. Grasim, dies, das, so vergesse ich jetzt 1000 Leute, wenn ich anfange aufzuzählen. Aber genau diese beiden Umfelder. Und damals in München aber noch auch ziemlich viel so elektronischere Sachen gemacht. Und in Leipzig, die Frage war, ob ich da wie du dich da wohlfühlst. Im Hip-Hop wohlfühle. Ich bin nicht so im Hip-Hop-Denken. Also ich habe nicht so diese Schubladen. Ja, ist aber, total Hip-Hop. Ich fühle mich da auf jeden Fall sehr wohl, auch musikalisch, gerade weil es auch sehr divers ist. So, ne, man hat Leute, die eher so footworkige Sachen machen, dann habe ich viele Schmeichelt, genau, dann hat man viele DJs im Freundeskreis, Jenny Sharp, Jesse Passeri und so weiter und so fort. Und von daher ist jetzt gar nicht so Hip-Hop-spezifisch mein Umfeld und ich fühle mich trotzdem wohl. Ich fühle mich trotzdem, das ist geil. Das ist sehr, sehr schön. Ja, du hast ja auch gerade die Jungs, die Vari-Jungs zum Beispiel, ne, die den Plattenladen führen, die sind auch ein gutes Beispiel dafür, dass die auch in verschiedene Richtungen irgendwie musikalisch gehen. Ja, super Leute auch. Voll. Da sieht man eben auch, ne, dass das eben alles nicht nur Hip-Hop sein muss, sondern die machen dann auch mal irgendwelche Money-Sex-Partys oder was weiß ich, so eben so Lo-Fi-Haus-Zeug oder was weiß ich. Und mag ich voll gern, wenn das so ein bisschen diverser ist alles. Ja, voll. Verstehe ich total. Dann bin ich jetzt auch gespannt, wie divers deine Platten sind, die du mitgebracht hast. Die soll ich jetzt mal auspacken. Ja. Also ich habe ein paar mehr. Ich muss jetzt nochmal so mich ganz spontan... Ich habe ein paar mehr dabei, aber ich mache mich schnell. Echt, echt? Also, du entscheidest dich jetzt noch vor Ort für 3? Du kannst auch von mir aus 4 vorstellen, 5, wenn es dir wichtig ist. Ich mache schneller, aber dafür zeige ich sie alle kurz. Das ist doch auch gut. Machen wir. Ah, so. Ich sehe schon was ich kenne und auch sehr gut finde. Also angefangen hier, Peak Level, gib mal her. Riesen-Shoutouts, 2 coole Jungs aus Leipzig. Meiner Meinung nach echt ein bisschen untergegangen, leider, das Release, weil das wirklich eine sehr, sehr starke Platte ist. Ist definitiv untergegangen, finde ich auch. Defekto an den Beats und einfach eine gute Platte. Einmal reinhören und man wird wissen, was ich meine. So, dann habe ich hier als 2. Platte natürlich die Broodies dabei. Haben wir Maulheld jetzt gerade überhaupt erwähnt? Nee, stimmt. Ne? Also Maulheld Defekto und Defekto sind Peak-Level. Genau, Maulheld ist der Rapper und Defekto ist der Beatmaker. Leg's einfach hin, mach ich nachher. Ich mach's dir wieder hübsch. Na, sehr gut. Genau, dann als 2. Platte R&B Anarchie mit Doubtboy und Ty Till. Bestes Cover seit Jahren, vor allem das gepixelte Tupac-Shirt ist auf jeden Fall ein Highlight. richtig gute Leute, wer es noch nicht auf dem Schirm hat, Erotic Toy Records, gönnt euch. Du machst wirklich schnell, ich merke gerade, du arbeitest das richtig ab. Naja, ich habe Angst, dass ich jetzt einen Anschluss kriege. Ne? Hast du noch gar nicht reingehört. Ich habe die noch nie gehört, nee, das ist einfach jetzt mal so ein blinder Tipp. Wir haben alle keine Plattenspieler. Mehr. Ja, ja. Also heftige Vinylfreaks, aber haben genau. Selber Nadel ist kaputt. Aber für einen Plattenspieler hat es nicht mehr gereicht am Ende. Sehr gut. So, dann habe ich jetzt quasi die 3, zu denen ich ein bisschen mehr sagen kann, damit auch du zufrieden bist. Ah, einmal ey, hier. Du machst das ja nicht nur für mich, du machst das für die Millionen von Zuschauern da draußen. Jarden. einmal hier das neue Flying Lotus Album. Das musste ich einfach mitnehmen, weil der Typ mich, ob ich will oder nicht, dann doch beeinflusst hat. Einfach, weil ich den wahnsinnig viel gehört habe, weil ich den absolut abfeiere für seine Diversität und für seine unorthodoxe Herangehensweise. So dieses Your Dad-Album, wenn man das an einem Zug durchhört, dann glaube ich, hat man zwangsläufig danach erstmal ein bisschen Kopfschmerzen, weil es einfach so komplex ist, aber eben eine Art und Weise an Musik heranzugehen, die ich mega gut finde und daher musste der da mit drauf. Lieblingstrack auf dem Album. Ich finde das Album leider nicht so wahnsinnig stark wie die anderen. Ich wollte es gerade sagen, ja. Ich wollte aber dich nicht unterbrechen. Nee, also
ist ein cooles Album, aber ist für mich nicht stringent genug irgendwie. Also genau. Das wirkt alles ein bisschen leftover-mäßig und ein bisschen viel Reverb drauf auf den Vocalspuren und so weiter. Es wirkt nicht wie ein Album. Ich finde, es wirkt so wie, als hätte er irgendwie so ein Best-of oder so B-Seiten, Raritäten oder ja, Sachen, die übrig geblieben sind aus Produktionsphasen. So klingt es für mich. Ja, ganz Album. So krass will ich es nicht runtermachen. Aber ich habe es also, nicht runtergemacht. Flying Lotus, wir lieben dich. Das nennt man Lo-Fi, oder nicht? Aber da ist ein Track drauf zu, mit Tierra Whack auch. Ich weiß nicht, ob Tierra Whack kennt. Ja, die ist Hammer. Hatten wir jetzt auch erst mit hier, Dos und Toki. Okay. Die haben auch gesagt, unbedingt auschecken. Ja, Tierra Whack, super krasse, super krass. Ja, und der Track, der hier drauf ist mit Flying Lotus, ist auch echt überragend. Richtig gute. Doch, der Track ist gut. So, dann habe ich von Idols, das wirst du wahrscheinlich nicht kennen, das ist so eine Post-Punk-Band aus. Sagt mir gar nichts. Aus UK, da war ich neulich auf einem Konzert auch und habe an dem Konzert sowohl einen Schneidezahn verloren, als auch eine Platzwunde am Hinterkopf mir abgeholt und habe mir fürs Konzert, Klopapier in die Ohren gesteckt, weil es so laut war. Und dann habe ich es nicht mehr rausbekommen danach, weil es zu tief in meinem Ohr war. Und dann sind wir danach in die Kneipe gegenüber gegangen und dann hat ein Freund von mir meinen Kopf auf den Tresen gepackt und angefangen mit so einem mit so einer Pinzette quasi in meinem Ohr rumzupulen und alle anderen waren voll abgefuckt von uns. Wieso bloß? Verstehe ich ja gar nicht. Wie kann man denn da abgefuckt sein? Genau, also im Nachhinein betrachtet, halben Schneidezahn, Platzwunde und irgendwie so eine Aktion. War ein guter Abend und die Band ist auch ziemlich, ziemlich geil. Also absolut auscheckungswürdig. Idols, genau. Und als letzte Platte habe ich Isolierband dabei. Das kenne ich auch nicht. Auf jeden Fall eins der großartigsten Cover, die ich kenne. Das kannst du auch gerne mal in die Kamera halten. Das ist so 80er Jahre Punkrock-Band. Richtig, richtig gutes Zeug. Sowohl das Cover als auch die Tracks. Und ich meinte ja vorhin schon, dass ich ganz viel so 80er Jahre Zeug zurzeit höre. Und da geht es vor allem also so Malaria, Isolierband, das ist ja alles so eine Riege an Musik, würde ich mal grob sagen. Palais Schaumburg, was weiß ich. Und die hatten damals einfach wirklich alle einen Hau. Und genau das macht es so spannend, weil die einfach so völlig unorthodox rangegangen sind. Also so Palais Schaumburg, das ist komplett dissonant alles und irgendwie die Stimme verstehst du nur noch so halb. Und richtig, richtig gut alles. Und da bin ich gerade voll viel am Hören. Deswegen dachte ich mir, bringe ich die mal mit. Super Scheibe, 7-Inch. Gibt es auch bei YouTube, kann man sich mal anhören. Isolierband, ja. Keine Gnade. Isolierband, keine Gnade. Genau. Ja, Punk ist halt einfach bei dir auch drin geblieben dann, logischerweise. Ne? Wenn ja, damit ja, voll. Also das ist auch einfach überragend. Genau, also ich höre auch wirklich gern viel so härtere Musik, ne, von irgendwie so typisches Hardcore-Zeug, Defeater, Modern Life is War, was weiß ich, das sind so diese klassischen Hardcore-Bands, Dead Brains und dann eben auch so Punkrock-Zeug, womit wir wieder dabei wären, dass man möglichst nicht nur Hip-Hop hört. Ja, am besten wirklich nicht nur Hip-Hop hören, das sehe ich genauso. Wir hören nochmal jetzt in dieses Album rein, um dann gleich zu unserem letzten Take zu kommen, um nochmal so ein paar Sachen vielleicht auch für dieses Jahr und vielleicht auch zu euch nochmal zu klären. Ich sag noch nicht, was wir da noch so alles besprechen wollen. Wie lange haben wir eigentlich jetzt schon geredet? Wir sind jetzt schon eine Stunde 37. Eine Stunde 37. Hast du irgendwelche Erhebungen, wie viele Leute das wirklich sich geben, eine Stunde 37? Ja, es wird, die Sendung wird tatsächlich komplett gestreamt. Ist so? Ja, ich finde das auch irre. Obwohl man ja sagen muss, früher die Radiosendungen, die ich gemacht habe, wurden ja auch komplett gehört und die waren ja noch länger. Ja, voll. Du hast ja den Vorteil auch bei YouTube immer noch, also es ist eine Einstellungssache bei den Explorern, wenn du ja sagst, ey, ich muss jetzt los. Dass du nochmal draufklicken kannst. Ja, klickst drauf und er startet ja genau an dem Point, wo du aufgehört hast. Also dementsprechend stresst euch nicht. Weil bei der alle, die jetzt noch zuhören, schreiben einmal unter das Video Haifisch. Dann wissen wir genau. Wissen wir genau, dass ihr eine Stunde 38 zugeschaut habt. Haifisch ist das Kennwort. Ja, wir hatten das doch bei, wo war denn das? 2 Stunden 30 mit Suf Daddy. Der schrieb auch direkt so, ich habe keine Ahnung, wer sich das so lange anschaut. Aber gebt's euch, war sehr unterhaltsam. Und das ist ja hier genauso. Wir reden ja nicht über Kindergarten, Pipifax, sondern wir unterhalten uns ja über lustige, informative, gute Dinge. Ja, lustiges Gespräch. So, und jetzt hören wir nämlich in dieses Album rein. Das haben wir ja bisher auch noch gar nicht erwähnt, dieses Album. Ne? Indius F, Rüdemens, falls ihr es noch nicht kennt. Wer ist das? Wer war das gleich nochmal? Und dieses Album könnt ihr übrigens auch gewinnen. Können wir gleich mal noch raushauen. Mail @vinyl
Kiba-digital.de blende ich aber auch nochmal ein und wir hören natürlich welchen Track. Kibasaft ist ja klar. Wenn der Indius F mit dem Ali Wales was macht oder andersrum, ihr habt ihn ja nun auch am Album mit dabei, dann hören wir uns das an und dann gleich noch einen letzten Take und dann werden wir alle nicht gemeinsam, aber getrennt duschen gehen, möchte ich mal sagen. Ja. Aha, ja. Yeah. 2,30 Euro reichen für ein Frühstück mit Johnny. Bin übermüdet und übel gemütlich. Die Tüten noch voll, hier ist es Frühsport, DK. Grindelecke, Schanzenviertel. Mit dem Schwanz in der Hand durch die Street und die Glock an mein Gürtel. Am Morgen Kiebersaft, vor 18 Uhr kein Weed am Start. Abends literweise Bier im Sixerpack, DK. Wer will mir den Weg weisen? Sie sagen, alle Wege führen nach Rom oder ans Meer. Doch ich bleib wehleidig, denn es gibt noch sehr guten Blutorangensaft. Und ich will mich heute besaufen mit meinem Bruder in der Stadt. Es ist ein Hundeleben für den Sofa. Mann, wir sind ständig high. Keine Wege führen nach Rom, nur in die Abhängigkeit. Ja, Ey, mein Finger ist mein Budget. 2,03 Euro, kein Bootleg. Aus dem Orbit mit Sorbet live geshootet. Rest in peace, die Jugend, ich therapier. Die Bude mit Elamir. Überzogen aus dem FATET aus Selanzig. Genofremd mit Connie Francis. Fick die Balance, Brudi, alles hier ist menschlich. Ich kämpf mich mit Schwindel, bis er schwindet und boxt. Den langen aus meinem Kopf, Nurudina schickt mich ins Mod. Pisspot, bis du Player bist. Lass die Walle am Leben, bis du Fahne check. Ja, ihr macht alle aus Schmuck. Während dir zu Hause Anus leckt. Ein Schluck vom Kieber und du weißt, wie unser Karma schmeckt. Gute One Two, ein Song aus seinem neuen Album. Pirata kommt Ende Juli über Vinyl Digital und wir haben gerade schon gefachsimpelt. Es gibt ja da zwei Versionen, weil es wird eine Piratengeschichte erzählt und die deutsche Variante, die spricht Twit One und die internationale englischsprachige Variante spricht und Ugly God, das ist schon abgefahren. Mega. Bin sehr gespannt auf dieses Album und diese Piratengeschichte vor allem. Diese zwei Varianten haben auch zwei verschiedene Cover. Könnt ihr schon bei Vinyl Digital auch pre-ordern. Müsst ihr auf jeden Fall mal zu euch anschauen und dann auch anhören. Wann kommt? Die kommt Ende Juli. 24.07. war die angekündigt. Mhm. Wenn es dabei bleibt, dann ist es der 24.07. Also so habe ich es jedenfalls gerade im Kopf. Ich habe es mir nämlich absolut nicht aufgeschrieben und nur Ende Juli gesagt, weil oft hatte ich schon in dieser Sendung, und ihr verzeiht mir das, dass ich natürlich mit Daten arbeite, die zu dem Moment, wo wir die Sendung aufnehmen, safe sind. Ja, und dann verschiebt sich die Nummer. Ne? Also ich habe da schon Künstler teilweise gespielt, die haben sich Alben um 3-4 Monate verschoben. Ja. Das war dann auch ein bisschen unglücklich. Aber gut. Wenn wir schon bei Vinyl VÖ-Daten nochmal sind, eure Vinyl kommt am Ende Juli. 27. Juli. Also die ist jetzt im Presswerk und die ist demnächst da. Kann man jetzt schon vorbestellen. Genau. Das, ne?
Genau, da kannst du ja dann bestimmt einen Link drunter packen. Okay. Ja, Press. Und man findet es auch bei euch natürlich, wenn man bei Instagram und überall vorbeischaut, findet man das auch definitiv. Unter den Videos und so weiter. Genau, auch bei den Videos. Ist denn vielleicht eventuell zu dem Album so eine kleine Tour geplant, ein paar Konzerte? Habt ihr da irgendwie was in Planung oder lasst ihr das auf euch zukommen? Das Ding ist, das war jetzt relativ spät vor dem Sommer und der Festivalsaison quasi das Release. Dementsprechend, weil die Erotik-Toyboys ja auch alle gefühlt jedes Festival mitnehmen, so zu Recht. Und dementsprechend haben wir da jetzt erstmal nichts geplant, sondern wollten jetzt erstmal das Album ankommen lassen, die Festivalsaison verstreichen lassen und dann im zweiten Halbjahr kann man nochmal gucken. Aber ein Festival spielen wir wahrscheinlich. Ja, genau, ne? Wir spielen wahrscheinlich ein Festival im Norden Deutschlands, das Infos folgen, wie man so schön sagt. Und so gigmäßig denke ich dann so im zweiten Halbjahr wird man das nochmal angreifen. Genau. Ich werde mich aber trotzdem bemühen, auch bei den Festivals und so, dann auch mal einen Aliwell-Smog-Track spielen. Gibt es denn irgendwelche Projekte, die bei euch anstehen? Obwohl das ja eigentlich immer eine fiese Frage ist, weil wir ja eigentlich gerade, ihr seid ja hier wegen dem aktuellen Album, aber gibt es schon irgendwas, wo man mal so einen leichten Ausblick wagen darf, wo ihr sagen könnt, wir sitzen da an dem und dem oder alles geheim? Naja, also wir haben vorhin auf dem Weg zu dir, haben wir noch drüber geschnackt, dass wir es natürlich geil fänden, nochmal wegzufahren. Mhm. Wo es hingeht, keine Ahnung. Aber Uckermark oder so. Ja, da sind schon gute Alben entstanden. Erstmal nach Teneriffa, Alter. Ja. Nee, ja, wohin? Kein Plan, aber ich habe auf jeden Fall riesig Bock. So. Voll. Ja, ist eine gute Kombi, kann man weitermachen. So. Ist so. Ja, dann macht das auch. Wenn ihr das euch schon überlegt habt, dann müsst ihr das gleich planen, weil wie es da manchmal so ist, dann kommen andere Dinge dazwischen und auf einmal schafft man es wieder nicht. Voll. Genau, und ansonsten bin ich halt, ich mache eh einfach immer Beats, so, ne? Und klar. Ich habe mir jetzt gerade nicht jetzt explizit vorgenommen, nochmal eine Instrumentalplatte zu machen oder so, sondern ich baue halt Beats vor mich hin, habe noch ein, zwei andere Projekte in der, also so freizeitmäßig, aber jetzt erstmal nichts Explizites, so, sondern Beats bauen. Naja, klar, Logo. Bei dir wahrscheinlich nicht anders, oder? Ja, naja, abgesehen davon, dass ich auch jeden Tag Beats baue, die dann aber nicht so lange dauern, sondern nur Loop-Beats sind. Mm. Ich mache noch ein Hausprojekt, so, als Ayafian. Soll sogar auch auf Platte kommen. Okay. Random Mind State, sagt dir das was? Da habe ich ein, die haben einen Sampler gemacht, da habe ich einen House-Track für gemacht. Mhm. Und da steht im Raum, dass mehr geht, also... Ne? Bin am Basteln. Ne? Und, mal gucken. Und Young Meyerlack Album kommt auf jeden Fall auch Neues. Da habe ich gerade am meisten Zeit für investiert. Hm. Das kommt. Dieses Jahr noch oder? Hoffentlich. Also okay. ich weiß nicht. Also es dauert ja auch dann immer, bis das gemischt wird und man dreht Videos und so weiter. Und erstmal müssen ja die ganzen Fans auch dieses starke AWN verkraften. Eben, das müssen sie erstmal verkraften und vor allem dann auch auf Vinyl besorgen. Dass die dann ready sind für neues Zeug. Ja. Ist schon 2020. Auf jeden Fall. Nee, aber genau, Young Meyerlack Album, es kommt ziemlich sicher. So, das ist safe und diese Hausgeschichte noch. Und sonst habe ich halt ganz viele Nebenprojekte. Machen eine EP mit einem Kumpel aus Frankreich, machen eine EP mit einem anderen Kumpel aus Bremen. Und so weiter, aber da darf man noch nicht so viel verraten. Voll in Ordnung. Genau. Aber ja, immer das Ding mit Projekten. Ja, ja. Die Projekte so können Mache sind, genau deswegen. Gibt ja auch Projekte, die nie wieder auftauchen, die auf Festplatten verschwinden. Ja. Kann ja alles passieren. Ja, vielleicht droppe ich übermorgen meine 7 restlichen Festplattenalben von damals. Von damals. 1000 Track-Album. Ja. Um mal die Spotify-Aktivität ein bisschen anzuschieben, genau. Weißt du? Ja. Absolut. Ja, dann sage ich erstmal danke für euren Besuch, schön, dass ihr da wart. Ja, vielen Dank dir. Hammer, ja. For having us. Ja, immer, immer gerne. Ihr seid gerne gesehene Gäste dann einfach zum AWN-Album 2, AWN-2, wie auch immer es heißen wird, kommt da gerne vorbei. Nächste Sendung, haben wir schon erwähnt oder ich erwähnt, 8. Juli, Nepomuk kommt vorbei mit seinem neuen Album für ein breiteres Publikum und er hat auch die neue EP dabei. Das nämlich gibt es so ein Doppel-Release. Doppel-Release, im Endeffekt, ja. What the Funk. Heißt die gute Scheibe, kommt am 3. Juli raus, genau, Album und die EP und das heißt dann 5 Tage später ist er dann sozusagen zu sehen, hier auf diesem YouTube-Kanal von Vinyl Digital, hier im Interview, freue ich mich drauf und ich habe jetzt noch einen Song rausgesucht und zwar One Love von euch. Von uns mit ohne Love. Ohne, ich wollte gerade sagen, mit in Klammern ein H ohne Love.
Denn nur deutsch ausgesprochen ist das, was wir machen, ohne Love. Ohne Love. Genau. Dabei war noch am Anfang des Interviews so viel Liebe im Raum und jetzt reißen wir ja, das. Ja, aber nur deutsch ausgesprochen. Ja, ist nur deutsch halt ausgesprochen. Also ausgesprochen ist One Love. Ja. Für die, die es noch nicht verstanden haben. Hören wir uns an und ihr kommt gut zurück. Und ja, alles Weitere habe ich ja schon gesagt. Schön, dass ihr da wart. Danke. Klar. Mama, ich hab dich lieb. Smoggy's SP ist von Roland, Ali's Lexi ist von Roland Schacht. Windows XP ist mein Hover, den man dann seit Ebel tarnt. Juna fragt den Jonathan, was er seit einem Monat macht. Jeden Tag seit dem Tag, an dem er ausgezogen war. Ich mach in der Wohnung Krach, finanziert vom Sozialstaat. Bin so broke, leb vom Premium Collector Dosenfahren. Komm mir nicht mit Baggy Pants. Wer hat jetzt die Hosen an? Wochenendversprechen, doch mal gucken, was ich Montag sag. Und weil ich nur monotank und danach im Mondschein tanz. Ernt ich ohne Spaß, Krone Schaß, ohne Dach. Dass ich aus Sohlen mach. Willst du mit chillen, dann rate ich dir von Drogen ab. Ich war so high, man hat mich schon den Mond genannt. Komisch, dass ich noch nie dort oben war. Manche beiden dort ist das, doch haben's nie aufs Niveau geschafft. Anti-Konvention im Pass, das hier ist das so und da. Und nur deutsch ausgesprochen ist das, was wir machen ohne Love. Jeder hat seinen Film zu schieben, based in a true story. Ich schleife meinen, bis er rollt wie ein Bufori. Sorry, ich bin beinahe so vernünftig wie Anne Fahnd. Mag daran liegen, dass Pemberton uns etwas erfahren, wie das etwas Edeles im Endklang. Tränen sind immer das Ende, das hier ist der Anfang. Digga, zwei Diggers mit Tattoos an den Fingers. Bitch, fisten dieses Leben, bis es aufhört zu wimmern. Kapuze und dann schwedische Gardinen zu ziehen. Good kick, a la Bruce Lee, hui, ja, die Nacht ist so schwarz wie die Popel am morgigen Tag. Doch das Life reißt dein Spaß und die Sonne, sie lacht. Ich diniere die Sorgen im Salat. Nach dem letzten Abendmahl folgte mal das Tribunal, ja. Wir sind beinahe zu genial. Die Moral der Geschichte, die Geschichte ist egal. Give me that microphone.
Schall orientieren wie eine Fledermaus. Steckt das Hass-Pest-Duett im Schneckenhaus. Catchen Vibes wie Quars und ziehen Genick. Wippeln Sample und Scratch aus dem Staub. Monate, Moderze, Morast, Moleküle morsch und müde gemacht. Ey, da verübrigt sich was. Dient als Nährboden und Mineralstofflieferant und geht dann über zu was. Hast präsent im Prozedere der Produktion. Peu à peu kämpft der Schädel mit der Rotation. Reicht Specht für gewöhnlich schon als Motivation. Andere handeln eher anders, wollen hauptsächlich Schotter verdienen. Specht und Kraut setzen auf abgeschottetes Grün und Restauration von Resten mit Aura und Soul von verschrottetem Vinyl. Zu dirty Dudu, um sich um die Optik zu bemühen. Halten's rough rugged, so wie eine Nacht im Wald. Die Pille macht sich breit und erfasst im Schatten mehr Gestalt. Erkennst nichts, doch aus der Ferne klingt die Nachtigall. Erkennst nichts, doch aus der Ferne klingt die Nachtigall. Specht und Kauz aus dem habitalen Areal. Erkennst nichts, doch aus der Ferne klingt die Nachtigall. Specht und Kauz aus dem habitalen Areal. Erkennst nichts, doch aus der Ferne klingt die Nachtigall. Specht und Kauz aus dem habitalen Areal. Erkennst nichts, bloß in der Ferne. Bloß in der Ferne. Kauz graust vor Haut drauf, also kramt er in der Kiste. Ich lass Druck ab, Pach, Spuck, was, weil noch genug Frust in Brust und Lunge lungert. Kaum unbekümmert, denn ich verzehr reales bisher ohne Butter und ungezuckert. Meide fehlerhafte Filter, schreit dich durchs Gefilde. Die Linse lunzt und der Blick viel, zeichnet Bilder in meinem Innern. Schafft Infos durch Blick, verspicktes Geschick, die konstruiert, entwirrt und verstrickt sie. Um einen Zustand zu fassen, gib ihm einen Begriff. Um keinen Einfluss zuzulassen, behalte es für dich. Kein Kladderadatsch, Papalapap, Pragmatsch, Specht und Pest, bleib Purist, Kauz. Setzt Nadelstich, Snare, Headkick, Specht, rap den Shit, keep es fresh und schlicht. Keine Etage der Ekstase, eher lethargisch. 7-12, Summe im Soll. Passiv beäugeln wir zwei, die Stille im Unterholz. Bricht sie ungewollt, Platte knackt wie Tritt auf Stock. Hektisch, panisch, schwitzt, der Kopf ist nichts. Der Aberwitz ist doch. Ist nichts, der Aberwitz ist doch. Kauz und Specht befallen deinen Kopf. Ist nichts, der Aberwitz ist doch. Hast und Pest befallen deinen Kopf. Ist nichts, der Aberwitz ist doch. Kauz, Specht, Hass, Pest befallen deinen Kopf. Wir befallen deinen Kopf.